Herzlich willkommen zum Ruderboot. Die erste Sendung 2023 und das im Wutwinter in Dunkeldeutschland. Aber wir rudern nach vorne ins Licht, neben mir die Lichtgestalt und der einzige Farbenfrohe in der Runde, Uwe Steimle. In einem Damenpullover, wollte ich Nein, sagen. Nein, ja, wirklich, ja. Ja, also auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen zur ersten Sendung Ruderboot. Und das ist wirklich ein Damenpullover, den habe ich in Hamburg gekauft. Und da hat die Dame, also die Dame, die den verkauft hat... Der von einer Dame verkauft wurde? Nein, die Dame hat gesagt, ich kann Ihnen den Pullover nicht verkaufen, weil das ist ein Damenpullover. Und da habe ich gesagt, sagen Sie mal, in diesen Zeiten? Nein, sofort, welche Größe? Also du siehst, Teile, Vorurteile, ich kann nur sagen... Es ist super, dass ihr alle gekommen seid, zu meiner Rechten. Also von Ihnen aus gesehen Linken, man muss ja aufpassen heutzutage, der Marco Riemer. Und in dem Falle, ich würde fast sagen, der Uwe Steimle der Schweiz. Ja, und fällt mir auch gerade ein Flachwitz ein. Auch ein Flachwitz! Wunderbar. Geht ein Herr in Damengeschäft und sagt, ich hätte gerne einen Pelzmantel für meine Frau. Sagt der Verkäufer, Tauschgeschäfte sind verboten. I like it. Das ist meine Generation, das ist meine Zeit. Ich bin ein Alien aus dem anderen Jahrtausend. Ja. Von daher mit Debattenkultur aufgewachsen, mit Indianer und Blackfacing und allem drum und dran. Und deshalb staune ich hin und wieder schon, wie sich die Zeiten verändert haben. Aber auch spannend. Mhm. Aber ich bin sehr gerne hier, habe auch festgestellt, ihr habt drei Seen, aber Baggerseen. Mhm. Und in der Schweiz ist ja das Land der Seen. Na, wir sind ja auch fast im Neuseenland von um Leipzig rum. Das sind ja noch fast die Ausläufer. Also seid ihr in der Nähe von Australien. Richtig. Und wir haben auch die Baggerkante. Wir haben auch die Baggerkante. Genau. Und hier Black is Beautiful. Ja, ist so. Ist aber gerade vom Joggen kommt, oder? So ein bisschen ja. So sportlich. Ich komme vom Joggen. Ich habe heute zwei Kaffee getrunken und Red Bull. Und ich habe einige Autos auf der Autobahn überholt. So fit war ich so. Ja, man merkt, er ist auf den Bühnen zu Hause in Film und Fernsehen seit über 40 Jahren. Na gut, wenn man neben Uwe sitzt, muss man gut drauf sein. So, jetzt haben wir den rechten Flügel ganz gut vorgestellt. Ich stelle mal den linken Flügel vor. Neben mir direkt ist Tom Oliver Regenauer. Das ist ein Mann, der Musik macht, und zwar seit seiner Kindheit. Ist DJ, Musikproduzent und aber auch Unternehmensberater. Projektmanager, weltweit unterwegs gewesen und jetzt seit der Corona-Zeit schreibt er auch viel. Es gibt sehr gute Podcasts und es gibt sehr gute Bücher und auf das ein oder andere Buch kommen wir heute Apropos noch. Apropos Buch. Geh schon mal weg, ich stelle derweile noch den nee, wenn man schon, entschuldige, wenn man schon dabei ist. Ah ja, okay. Der Elefant im Raum, genau, das wollte man noch mit dazustellen, aber es gibt noch andere spannende Bücher, wo er auch mitgeschrieben hat, Nachwort geschrieben hat und dergleichen. So, aber ich mache die Runde noch voll mit Billy Six, ist nämlich heute auch bei uns. Herzlich willkommen. Ist auch eigentlich Finanzberater mal gewesen oder das mal gelernt und ist dann aber durch die Welt gereist und war viel in den unterschiedlichsten Kriegen unterwegs. Ist das Wort Krieg und schon ist hier... Und der Elefant ist umgefallen. Der Elefant im Porzellan. Das macht so eine Sendung lebendig, ist doch schön. Können wir vielleicht was zum Aufwischen zwischendurch kriegen? Also, wie gesagt, das Wort Krieg ist eins. Hat eine zerstörerische Energie. Jedenfalls ist er dort als Journalist, Reporter unterwegs gewesen. In Syrien, in Libyen und jetzt auch in der Ukraine. Und im Kongo, habe ich gehört. Auch dort, ja. Und wahrscheinlich gibt es noch viel, viel mehr. Deswegen sitzen wir heute zusammen, um das eine oder andere von unseren Gästen. Haben wir ein Thema insgesamt? Nein, aber wir können ja mit dem anfangen, wie ich angefangen habe, mit diesem dunklen, kalten Winter. Deswegen habt ihr euch auch alle schwarz angezogen. Wie den jeder vielleicht so gerade übersteht oder überstanden hat. Marco freut sich so wahrscheinlich mit Humor, oder? Ich freue mich immer über Schnee. In der Schweiz natürlich Nationalsport ist Skilaufen. Und jetzt kommen ja die Sportferien und da gehen viele Menschen Skilaufen. Die Kinder haben sich die Skier auch schon gekauft oder ausgeliehen, also wir. Ja. Und ich stelle fest, obwohl man uns jetzt über viele Jahrzehnte sagt, es wird keinen Schnee mehr geben, es gibt immer noch Schnee. Ist das mit den Grünen abgesprochen? Ist abgesprochen. Ich habe auch ein, aber vor 2000 Jahren. Ich meine, Hannibal ist ja mit seinen Elefanten über die Alpen gekommen. Warum? Es gab kaum Schnee, kaum Gletscher in den Alpen. Da kann ich jeden Klimakleber auch an die Hand nehmen, mal auf den Sentis führen. Da gibt es eine tolle Gletscherausstellung. Mhm. Und wenn man da in der Tabelle mal zurückgeht, stellt man fest, oha, da war aber jetzt, das war ja alles wärmer. Und deshalb
denke ich so, ich nehme jedes Thema nehme ich ernst. Ich höre auch gerne zu. Ich finde, es gibt Argumente, wo man darüber reden muss. Wie geht man mit Ressourcen um? Wie kann man optimieren? Aber was ich nicht abkann, ist, wenn man immer auf Panik macht. Mhm. Und natürlich hat das auch mit den sozialen Medien zu tun, dass eigentlich in den letzten paar Jahren richtig viel Panik geschürt wurde. In den sozialen Medien? Ja, auch. Also ja, vor allem auch. Also da geht ja richtig die Post ab. Wenn du dann mal eine andere Meinung vertrittst oder eine Frage stellst, dann ist man ja sehr schnell ein Lügner, Vollpfosten, Nazi, Antisemit und alles Mögliche. Also finde es eigentlich noch spannend. Ich wusste gar nicht, dass ich das alles auch bin. Aber die sagen dir das schon. Mittlerweile bin ich eigentlich stolz darauf, zu den Schwurblern zu gehören. Ja, man sieht es auch an der Frisur. Gell? Ganz schön verschwurbelt. Aber ja, genau. Also von daher für mich alles normal. Und natürlich befinden wir uns in einem Wandel. Wir sind ständig in einem Wandel. Aber was mir nicht passt, ist eigentlich, dass das Widerwort nichts mehr zählt. Weil das Widerwort ist ja etwas ganz Spannendes. Und ich möchte in einer Gesellschaft aufwachsen, wo eben auch das Widerwort zum Tragen kommt. Gerade als ich auch Lehrer war, das fand ich immer toll, wenn Schüler so, Entschuldigung, ich hätte da eine Frage, also sehe ich nicht so. Das war super. Mhm. Das fordert ja auch die Lehrer heraus. Ne? Ja klar, so kommen wir weiter. Und ich will auch keine Kinder zu Hause, die sagen, jawohl, Mama, Papa, genau so ist es. Sondern sie sollen sich reiben und sie machen sich klar oder fit für die Gesellschaft, wo man sich dann im positiven Sinne streitet. Mhm. Frech sein. Genau. Genau, mal gucken, wie frech unsere beiden Herren auf der linken Seite sind. Der Winter ist, wir sind jetzt Ende Januar, Anfang Februar. Wie habt ihr ihn überstanden? Oder fangen wir mit Tom an? Also so dunkel ist der Winter bei mir gar nicht. Ich wohne ja eben auch, wie Marco, in der Schweiz und im Tessin. Da habe ich das Glück, dass ich auf der Südseite der Alpen bin. Und es ist meistens recht sonnig im Vergleich zur Nordseite. Aber für mich ist es auch stimmungsmäßig nicht düster, weil ich mich da eigentlich in der Krisenphase genauso verhalten habe, wie ich das auch vorher tat. Also es gab ja vorher auch Krisen. Also ich war bei 9/11 schon politisch interessiert und da war eine Gegenmeinung auch nicht akzeptabel. Ja. Und es ist offensichtlich, dass da auch das eine oder andere nicht stimmt. Bei Finanzkrise 2008 das Gleiche. Da habe ich auch schon Kapitalismuskritik geübt und das war auch nicht gern gesehen. Und jetzt habe ich im Prinzip das Gleiche gemacht, ja, die letzten 2,5, 3 Jahre. Und weil ich aus der Musik komme, motiviert mich das eher zu sagen, okay, da sind Missstände, die greife ich auf und schreibe dann Text drüber und thematisiere das halt in der Kunst, ja, also in der Musik. Aber dadurch, dass meine Musik Spatenmusik ist im Prinzip, also ich mache keine Liebesballaden, die dann irgendwo groß im Radio laufen, ja, das ist Spatenmusik und um mehr Menschen zu erreichen, habe ich dann eben angefangen, das Ganze in normale Texte zu packen, also in Textform. Und ich hatte auch mal Praktika beim Rundfunk und so und habe ein bisschen natürlich Einblick in Journalismus und habe dann versucht, vernünftige Artikel zu schreiben, um den Leuten die Quellen zur Verfügung zu stellen, die sie nicht haben. Ne? Also wenn sie einen Spiegel lesen oder irgendeine Zeit online, dann finden sie da Zirkelverweise und im Prinzip Quellen, die auf die eigenen Publikationen verweisen, aber nicht die Originaldokumente, ne? Die veröffentlicht werden von, eben was Klima angeht, IPCC, also Panel for Climate Change, deren Aufgabe laut Satzung ist, den Klimawandel zu beweisen. Steht da so drin. Also da muss man sich ja dann auch mal fragen, was ist die Aufgabenstellung richtig? Und da kam eigentlich das Ganze her und das motiviert mich eigentlich eher. Also für mich, muss ich sagen, war diese ganze Krise eher ein Gewinn, weil ich denke, es hat jetzt auch einen katalysierenden Effekt und es finden Leute zusammen, die wahrscheinlich vorher nicht zusammengefunden hätten. Also ich hatte noch nie so ein großes Netzwerk und noch nie so viele nette Leute kennengelernt in 2, 3 Jahren und war so aktiv und so produktiv wie die letzten paar Jahre. Also von daher, für mich fühlt es sich nicht dunkel an. Aber ich sehe drumherum natürlich, dass es für sehr viele Leute sehr düster wird. Ne? Also wirtschaftlich, sozial, auch für Kinder und Jugendliche, die sich jetzt so einer AI ausgesetzt sehen, ne? Künstliche Intelligenz, das deprimiert ja erstmal eher. Braucht man mich dann noch später in der Gesellschaft oder schreibt das dann alles der Computer? Also es ist eine schwierige Zeit mit ganz vielen Disruptionen. Ne? Und ich sehe dann schon drumherum, dass es sehr düster wird, aber für mich persönlich ist es eigentlich eher noch, motiviert mich das eigentlich mehr zu tun, ja, oder aktiver zu sein. Mhm. Ist es vielleicht sogar eine Art Ablenkung, was uns hier, womit wir uns angeblich ständig zu beschäftigen haben? Also ich meine, jeder, der eine Frage stellt zum Klima, ist ja so, wurde ein Klimaleugner, ne? Wir sprachen vorhin drüber. Es ist ja fast so schlimm wie Holocaustleugner. Also ich frage mich dann immer,
eben auch die Lehre des Widerspruchs. Ja. Wer hat denn Interesse daran, uns ständig abzulenken von den eigentlichen Fragen? Gibt es ja, also, da wen? Ja klar, also ich habe einen langen Artikel gerade veröffentlicht letzte Woche, der heißt Die Truman Show. Und da geht es im Prinzip darum, welche Narrative werden platziert und wie, damit wir uns damit beschäftigen, ja, und medial darüber streiten, dass wir also die Echokammern, die es ohnehin gibt, also mal links und rechts, ja, es ist die Gesellschaft, die ist wie eine Glasscheibe, wo ich draufschlage und es gibt viele kleine Splitter. Mhm. Wenn ich nochmal draufhaue, dann wird der Splitter immer kleiner und du hast immer kleinere Echokammern und aus diesen Echokammern werden Angsträume. Die Leute haben Angst, ja, also, ja. Und damit beschäftigt man das Volk natürlich. Und wenn ich als Herrscher oder als Leitfigur meine Ruhe haben will, dann beschäftige ich die Masse mit Spaltpilzen und mit Strom. Männern, damit die sich untereinander auf den Kopf hauen und ich habe dann aber meine Ruhe und das genau das passiert. Ich hab letztens ein Interview gehört oder gesehen, auch über die sozialen Medien mit Augst und der hat auch 7 oder 68 gab es einen Spiegeltitel vor uns die Sintflut und da war der Kölner Dom auch unter Wasser. Stimmt. Und hat er auch gesagt, das Ziel eigentlich der Medien ist ja die Apokalypse. Also es geht immer um Angst, du machst damit viel Klicks. Uns natürlich, die wir in den letzten 2 Jahren Widerspruch geleistet haben. Obwohl ich das auch spannend finde, das war ja auch so eine Zeit, wo ich mich ganz extrem hinterfragt habe. Stimmt das, was ich sage? Mhm. Ist das okay, was ich denke? Ist das in Ordnung? Aber man wurde zum Irren erklärt, zum vollkommenen Vollpfosten. Mhm. Aber damit haben sie Klicks generiert. Und das Interessante ist, es gibt bei uns im Schweizer Gesetzbuch, Strafgesetzbuch, den Artikel 258, Schrecken der Bevölkerung. Das heißt, die Medien hättest du jeden Tag eigentlich anzeigen können. Das Problem ist einfach, wenn du zu Anwälten gehst, sagst du, ja, das lohnt sich nicht. Mhm. Ja, das ist viel zu aufwendig. Mhm. Dann denke ich, warum haben wir denn diesen Artikel? Was beinhaltet der Schrecken der... Schrecken der Bevölkerung heißt, wenn du der Bevölkerung jeden Tag zum Beispiel implizierst, du stirbst an Corona. Mhm. Ja, natürlich kann man an Corona sterben, logisch. Stirbst auch an Influenza, du stirbst an Krebs, wir sterben irgendwann. Also nur das schon alleine, wenn du sagst, ja, aber wir sterben ja dann irgendwann. Das war schon, ja, jetzt aber... Weißt du, dann bist du ja schon mal sowas von außen vor, weil wir nicht mehr mit dem Tod wirklich umgehen können. Mhm. Wir sind ja auch eine versicherte Gesellschaft. Ich sag mal, man kann ja dann so ganze Konstrukte, warum ist das so? Diese Frage nach dem Warum und wer hat ein Interesse? Und nur schon die Frage, wer hat ein Interesse an? Mhm. Ganz schlecht. Mhm. Und ich habe auch immer gesagt, es muss ja nicht heißen, dass das richtig ist, was ich sage oder denke. Aber ich würde es gerne diskutiert haben. Und das hat komplett gefehlt in den letzten 2 Jahren. Deshalb haben wir auch so Sendegefäße, wie ihr da kreiert habt. Eigentlich schade, weil ich habe immer gemerkt, wenn Wissenschaftler zusammengesessen sind, aus unterschiedlichen Disziplinen, die haben völlig... Hysteriefrei und ruhig miteinander gesprochen und die Leute hätten keine Angst gehabt. Mhm. Es geht immer um Angst. Man da machen kann, das würde ich gerne noch mal vertiefen. Mhm. Aber Billy, genau, würde ich gerne auch mal zu Wort kommen lassen. Links außen. Genau. Die letzten Wochen, den Winter, was hast du gemacht? Wie hast du das gesehen? Also ich kenne schon viele Leute, die echt auf die Heizkostenrechnung schauen oder im Supermarkt mitkriegen, dass jetzt eine Tüte Chips plötzlich 5 Euro kostet. Erdnussflips, stell dir das mal vor. Ja, wenn der Blutdruck niedrig ist, sollte man erstmal mal Salziges essen und ab und zu... Das Problem habe ich nicht. Meiner ist eher zu hoch. Aber jetzt erstmal Billy. Na gut, das Schöne am Winter sind natürlich die Weihnachtsfeiertage. Da kommt die Familie beieinander, das Besinnliche, ja, und das... Ist denn das gerade auch dieses Jahr oder letztes Jahr gewesen, dass es überhaupt schön war, dass wir noch mal zusammengekommen sind? Die Großeltern, die sind ja auch schon auf um die 90. Mhm. Und ich kam aus der Ukraine, wo ich einige Monate als Journalist war. Und da ist ja auch nicht gesagt, dass das also dann unbedingt überlebt wird. Insofern habe ich den Winter eher schön durchlebt bislang. Mhm. Vor allem, du bist mit dem Leben davon gekommen. Ja, also wenn du jetzt schon gerade Ukraine... Übrigens, was jetzt mit dieser Klimageschichte, also da fiel mir sofort ein, ich habe einen guten Freund gehabt in der Kindergarten- und Schulzeit. Und vor 4 Jahren treffen wir uns und ich habe ihm gesagt, ich habe keine Angst vor dem Klimawandel. Und er war sofort erregt. Und dann war es nur ein Wort, was ihn dazu gebracht hat, mich vom Fahrrad zu stoßen. Nämlich er meinte, das Klima sei ja dieses Jahr
besonders heiß gewesen. Und ich meinte ja, du sprichst vom Wetter, nicht vom Klima. Mhm. Und da ist er ausgerastet. Ja? Und seitdem haben wir auch nicht mehr gesprochen. Also die sogar Freundschaften, die über viele, viele Jahre bestanden haben, gehen an solchen Fragen kaputt. Und ich frage mich, woher das eigentlich kommt. Also wer zieht die Leute so auf, dass die... Diese Aggression in den... Und wenn du dann sagst, einfach mal so nebenher, lies mal, was im 15. Jahrhundert abgegangen ist in Europa. Mhm. Da waren die größten Dürren. Da bist du von Konstanz nach, wunderschöne Stadt, nach Lindau, konntest du zu Fuß gehen. Der Rhein war ein Rinnsal. Und das über durch Jahre. Den Bodensee. Ja. Bodensee war fast da. Da haben sie Münzen gesammelt. Und das waren ganz furchtbare Dürrekatastrophen. Vielleicht auch, weil die Erdachse ein bisschen anders zur Sonne gestanden. Wahrscheinlich war es. Und ja, es gibt ja verschiedene Erklärungen, whatever. Aber ich sage einfach, es geht ja gar nicht darum, dass ich sage, ja, war ein heißer Sommer. Bei uns war es ein heißer Sommer. Also ich bin ja im letzten Sommer auch durch Italien gefahren, runter, und da hieß es ja Po-Ebene eigentlich zweites. Ich habe es einfach nicht gesehen. Ich bin vielleicht auch doof. Also ich gucke dann eher so auf Tacho oder so. Keine Ahnung. Aber es gibt ja auch noch ein Spüren, Fühlen oder ich denke immer, ich gehe mit offenen Sinnen durchs Leben. Hören, schmecken, riechen. Und das, so will ich die Kinder auch erziehen. Es ist ja eine schöne Welt, wo ich auch sage, geht hinaus in die Welt, natürlich mit Risiko behaftet, aber es ist toll. Und guckt, dass ihr mit Empathie und Freude und Anstand und Respekt auf Menschen zugebt. Und dann könnt ihr die Welt gestalten und mitgestalten. Aber es gehen doch immer weniger Menschen mit offenen Augen durchs Leben, oder? Viele lassen sich nur durch Medien beeinflussen. Ja, und weil die Schulen wahrscheinlich dich, also das ist mein Vorwurf an die Schule, ich bin ja auch selber Pauker gewesen, es werden Gesellschaftssoldaten erzogen. Mhm. Die kannst du auch einfacher lenken. Mhm. Also eben auch das Widerwort gilt nicht. Für mich waren also die Schüler, die schwierig waren, das wollte ich gerade sagen, geliebt. Alleine das Wort schwierig, wer heute schwierig oder anstrengend. Aber lieber schwierig als schmierig. Ja, sicher. Ganz schlimm. Aber wir müssen trotzdem noch dranbleiben am Ball. Mich interessiert das brennend. Warum begibst du dich in Gefahr? Mhm. Ich meine... Als ich meinen Freund getroffen habe oder als ich in die Ukraine gegangen bin? Nein, wenn du sagst, du hast, also was ich in der Recherche mitbekommen habe, du warst sowohl in Russland, du warst auch in der Ukraine und wolltest dir ein Bild machen, nehme ich an. Oder was? Genau, na, wie er es eben gesagt hat, also mit allen Sinnen selber erfahren, was dort passiert und nicht aus dem Fernsehen oder Internet sich beeinflussen lassen. Und vor allem wichtig ist dabei, auch viel Zeit mitzunehmen. Also es geht mir dann oft so, dass in den ersten 2-3 Wochen doch noch eine andere Sicht auf die Dinge ist, als dann mit der Zeit. Denn wenn man mit den Menschen zusammenlebt, dann ergeben sich Synergien und dann wird auch irgendwann mal über Dinge gesprochen, die eigentlich nicht so für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Und dann wird auch etwas klarer, also mir geht zumindest so, was dort passiert und warum das passiert. Und der Tiefgang, der ist mir immer sehr... Wie ist das, warum passiert das? Entschuldigung. Der Ukraine-Krieg. Du warst eher dran. Ich wollte wissen, man kann ja nicht einfach los und dort mit seinem Fotoapparat, mit seiner Kamera drehen. Man braucht eine Genehmigung vorher und eine Einreise. Und dann muss man ja auch noch wissen, du standest ja auf der Todesliste. Also ich habe tatsächlich in meiner journalistischen Karriere genau so angefangen. Einfach per Anhalter, damals vor 15 Jahren in Afrika mit der Kamera. Aber natürlich durch Erfahrungen und Probleme, die unterwegs dann immer mal passiert sind, habe ich dann doch gelernt, dass es gut ist, eine Genehmigung zu haben. War es auch in der Ukraine. Die habe ich aber recht schnell bekommen. Am Anfang sind die Genehmigungen gerade für deutsche Journalisten sofort ausgestellt worden. Gar nicht so genau geguckt, wer dort eigentlich einreisen will. Mittlerweile ist sie annulliert. Das ist ja irre. Ja. Du kannst nicht einfach, also wenn du jetzt ein falsches Bild zeichnen würdest, dann sagen die, nee, das so war es nicht gemeint, oder wie? Ja, also ich habe ja angefangen zu publizieren aus der Ukraine und auch gar nichts Anti-Ukrainisches, einfach nur, was dort passiert, was die Leute sagen, wie die Situation ist. Und dann gab es Leute, die also über Twitter, Telegram behauptet haben, ich wäre pro-russisch. Und dann gab es eine Kampagne in ukrainischen Medien und dann wurde die Akkreditierung annulliert. Und dann fand ich mich auch wieder auf dieser Mirotrowitz-Liste, wo also Feinde der Ukraine bloßgestellt werden, einige auch
umgebracht wurden. Ehrlich? Ja. Es gibt eine Todesliste? Es gibt eine Todesliste, ja, offiziell. Aber auch Moment mal, es ist ja ein Unterschied, ob es eine Liste gibt oder ob dann schon wirklich Menschen... Nee, das ist eine Todesliste. Die, darüber habe ich auch einen Artikel geschrieben. Die wird tatsächlich, die ist im Internet, ja, einsehbar. Und die Leute, die da drauf kommen, viele von denen sterben relativ schnell. Ja. Unter anderem mal, auch also, Politiker. Also viele würde ich jetzt nicht sagen, weil es sind schon ein paar tausend Leute drauf, aber es sind schon einige auch gut, zu Tode gekommen. Ja. Also ich meine, dass 20 davon erschossen wurden oder so, ist schon genug. Also für mich ist das viel. Ja. Okay. Ja. Ist also, jeder ist einer weil hier viel, wird niemand erschossen. Also ich habe da einen anderen Maßstab und die haben ja auch die Medien gleichgeschaltet. Ne? Also in der Ukraine, da kann man sagen, was man will. Also man kann das nicht für eine Demokratie halten. Es ist einfach so, dass die Opposition wurde abgeschafft, die Medien sind gleichgeschaltet und wer sich da irgendwie gegen positioniert im Land, ja, ist weg. Ja, also entweder aus der Öffentlichkeit oder ganz. Also das ist ein totalitäres Regime. Ja? Und ich sage nicht, dass Russland besser ist oder Amerika oder sonst wer. Ich halte alle Regime für relativ totalitär mittlerweile. Um Gottes Willen, Amerika ist doch kein Regime. Doch. Es ist doch die freie westliche Wertewelt-Gemeinschaft. Ja, die überall ungefragt Demokratie hinbringen. Ja. Das, und das ist eigentlich das Hauptproblem. Ja. Die Leute gucken nicht... Bist du schon auf der Liste oder willst du dich jetzt auf die Liste? Bewerbe mich. Wir lachen hier, hört auf, da kommt nicht mehr bis raus. Du musst das mal recherchieren, sind wirklich es ist 200.000 Menschen stehen da drauf. Was? Das ist nicht, ja, ist riesig. Also, das ist wirklich Wahnsinn. Aber ich möchte gern wirklich mal wissen, wie du weiter vorgegangen bist. Also du hattest eine Genehmigung, du hast dich aufgemacht und wolltest beide Seiten kennenlernen. Hattest du einen Auftrag oder dein eigenes? Warte mal, das will ich gerade rausfinden. Also du wolltest beide Seiten kennenlernen und hast dir gesagt, ich fange mal mit Ukraine an, das ist leichter. Wahrscheinlich erstmal da vorzudringen und bist nach Charkow unter anderem. Das ist ja eine Millionenmetropole. Wie hast du angefangen zu recherchieren und wie bist du überhaupt an die Plätze, an die Menschen rangekommen? Na, das Wichtigste ist immer Zeit zu haben. Ja, also schlimm sind jetzt ARD-Team, die 2 Tage Zeit haben und dann eigentlich nur im Hotel sind und dann irgendwie was zusammenschnippeln müssen. Aber ich habe wirklich Monate ja dort zugebracht. Und ja, da geht es dann darum, ein günstiges Hostel zu finden oder Airbnb oder eben private Bekanntschaften. Wenn du kommunikativ bist und Leute unterwegs ansprichst, dann findet sich ja auch immer was. Gerade in Kriegsgebieten sind zwischenmenschliche Beziehungen ja auf einmal viel wichtiger als hier in dieser oberflächlichen Gesellschaft. Ja. Und dank der Akkreditierung und deutschen Pass hatte ich auch nie Probleme, muss ich also wirklich sagen. Auch an den ganzen Checkpoints, die unterwegs sind, immer durchgewunken worden. Und ja, ist halt natürlich dann ein Problem, wenn das Gesicht herumgeschickt wird überall. Hast du dich verkleiden müssen irgendwann? Oder? Musste ich nicht, weil ich ja rechtzeitig noch dort rausgekommen. Also jetzt könntest du nicht mehr dorthin? Ja, ich möchte nochmal mit der ukrainischen Botschaft in Kontakt treten und erstmal wissen, ob das überhaupt auch die Meinung des Staates ist. Denn diese Liste wird ja von anonymen Kräften betrieben. Viele Gerüchte gibt es, dass dort Geheimdienste mit involviert sind. Der ukrainische SBU, angeblich auch die CIA. Aber das bedeutet ja noch lange nicht, dass die ukrainische Regierung jemanden offiziell anklagt. Irgendwas. Ich wüsste nicht, was ich dort Verbotenes getan hätte. Aber natürlich unter Sicherheitsgesichtspunkten ist es schon schwierig. Würde ich dann nur machen mit Begleitung von einer militärischen Einheit, die dann von vornherein sagt, ja, wir beschützen dich dann auch. Also das muss man auch wissen in der Ukraine. Führ du das Gespräch. Nein, es ist dein Mann. Bitte. Alright. Ich möchte einfach noch ein bisschen mehr. Ja. Noch ist es mir ein bisschen zu oberflächlich. Ich möchte einfach wissen, was du wirklich erlebt hast. Bist du mit Menschen ins Gespräch gekommen? Wie denken die über Putin? Wie denken die über Ukraine? Also hängt wenn jemand wirklich ab. Vor Ort ist, weißt du, der kannst du aus erster Hand berichten. Ja, also es ist das zweitgrößte Land Europas. Und entsprechend hängt diese Frage davon ab, wo man sich nun aufhält. Also wenn du in Lemberg bist, im äußersten Westen, dann hast du halt eine Bevölkerung, die sehr stark antirussisch ist und die sehr national-ukrainisch denkt und sich orientiert an Mitteleuropa. Das sieht man auch an der Architektur dort. Dort hat sich halt der polnische und auch habsburgische Einfluss sehr stark manifestiert. Mhm. In Odessa beispielsweise, dort sind viele, die Russland immer eher positiv aufgeschlossen gegenüberstanden und auch sprechen ja auch Russisch. Jetzt sagen sie eher unter dem Eindruck dieses Krieges, wir sind keine Freunde der Ukraine, aber wir wollen auch nicht mehr mit dieser russischen Armee was zu tun haben. Also lieber für uns sein. Und Charkow ist insofern interessant, als dass das immer so ein bisschen unklar war. Dort sprechen die Leute auch Russisch und
In der Sowjetzeit hatten auch die Bolschewisten dort ihr Hauptquartier. Also von dort aus wurde überhaupt die Eroberung der Ukraine vollzogen damals im Bürgerkrieg. Sodass eigentlich anzunehmen war, dass dort doch eine Menge Menschen auch noch Putin aufgeschlossen gegenüberstehen. Wir hatten ja auch Versuche eines Anti-Maidan 2014 dort noch gehabt, der schnell niedergeschlagen worden ist. Ja, aber jetzt, 2022, unter dem Eindruck von Raketen und russischen Vorstößen, habe ich tatsächlich nur noch Menschen gefunden, die da schockiert drüber waren und sagen, sie wollen mit Putin und auch mit der russischen Armee nichts mehr zu tun haben. Das ist, wenn man nach Donetsk geht, dann zum Beispiel genau andersrum. Dort wird man dann eben die Leute treffen, die mit Kiew nichts mehr zu tun haben, weil sie unter dem Eindruck von 8 Jahren Angriffen der ukrainischen Armee stehen. Durchs Internet sind so Nachrichten verbreitet worden, dass zum Beispiel eine Turnhalle oder ein Kulturzentrum angegriffen wurde und das waren dann die Ukrainer selber und das sollen den Russen in die Schuhe geschoben worden sein. Was weißt du darüber? False Flag, hieß das immer, diese False Flag. Unter falscher Flagge, also unter falscher Flagge gab es schon immer Aktionen. Sender Gleiwitz ist ja das Klassische, haben wir ja alle in der Schule gelernt. Übrigens, was Ähnliches hat die Sowjetarmee auch gemacht, 1939, um den Winterkrieg gegen Finnland zu inszenieren, haben sie einen Grenzort selber angegriffen und dann einmarschiert. Es kann alles sein. Das Problem ist nur, dass die Angriffe gerade in Charkow so zahlreich sind und die immer aus Russland auch kommen, also aus dieser Richtung. Man kann es auch an den Gebäuden sehen, welcher Teil beschädigt oder zerstört ist, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das alles unter falscher Flagge ist, weil viele Kämpfer dort von auf der ukrainischen Seite kommen ja aus Charkow selbst und die reagieren natürlich auch aggressiv, wenn jemand ihre Stadt angreift und versuchen herauszufinden, wo das herkommt. Und wenn dann eine geheime Zelle da im Wald wäre und das machen würde, die hätten sie schon längst ausgehoben. Also ich denke, das Problem der russischen Armee dort ist, dass die Waffentechnik bei weitem nicht so gut ist, wie wir das alle gedacht haben und dass sie auch nicht sehr ziel- und treffsicher sind und dann halt mal 20 Gradraketen schießen und eine trifft und 19 gehen halt woanders hin. Oder explodieren zum Teil auch gar nicht. Aber ja, das ist schon jahrelang. Die Region, so Donbass, Luhansk und so, ja. da gehst du davon aus, dass diese Menschen eigentlich lieber sich der Ukraine zugewandt fühlen, oder? Also da war ich 2014 und 2015 und habe da den Anti-Maidan beobachtet. Der war eine Reaktion auf den Umsturz gegen Janukowitsch in Kiew. Und dort, also mein Eindruck war so, ein Drittel der Bevölkerung dort ist dezidiert pro-russisch. Und 2 Drittel waren damals passiv. Die wollten eigentlich ihre Ruhe haben. Aber dieses eine Drittel hat halt dann auch mit Unterstützung aus Russland die Oberhand dort gewonnen. Und sie dachten am Anfang noch, sie könnten diesen Westkurs der Ukraine wieder korrigieren und dafür sorgen, dass vielleicht doch diese Ukraine als großes Land mit vielen Mittelzentren, also föderalisiert, fortbestehen kann als Brücke zwischen Ost und West. Das war die anfängliche Idee, die dann sich ja nicht erfüllt hat, weil eben die ukrainische Armee eine Antiterroroperation dort durchgeführt hat. Aber warum bist du jetzt aufgrund deiner Aussagen auf dieser Todesliste? Weil im Prinzip sprichst du ja jetzt nicht irgendwie pro Putin oder was auch immer. Also wundert mich schon irgendwie. Woher soll er das wissen? Ich meine, es kursierten Fotos von mir mit Rebellen des Donbass und das reicht ja schon aus. Das, also mit dem Feind gemeinsam. Ach so. Ja, ist jetzt aber andersrum auch, dass ich von prorussischer Seite Drohungen bekomme, weil es Bilder gibt, die mich mit dem Azov-Regiment zeigen. Siehst du eine Chance für Frieden? Weil Tullius Cicero hat ja vor 2000 Jahren, ein großer Philosoph, gesagt, es gibt besser einen ungerechten Frieden als einen gerechten Krieg. Also die Frage ist jetzt philosophisch und allgemein. Ne? Die bezieht sich jetzt nicht nur auf die Ukraine. Naja, grundsätzlich, weil wir ja momentan ganz viele Dinge erleben, wo ich sage, ja, wie will man Krieg, also Frieden schaffen, wenn man in 3 Monaten dann erst Kriegsmaterial in diese Gegend liefern möchte. Das heißt, die nächsten 2-3 Monate ist gar nicht Frieden geplant. Also ich bin einfach gegen Krieg. Und ich war ja selber auch Panzergrenadier. Ich weiß ein bisschen um Panzer Bescheid.
Ja. Und um die Logistik. Wo ich aber du weißt ja als Schweizer dann auch, dass gerade die Wehrhaftigkeit der Schweiz und auch der Zustand, dass alle Waffen haben und alle mal bei der Armee waren, also die Männer, auch mit dazu geführt hat, dass die Schweiz ihre Souveränität bewahren. Oder würdest du das anders? Das habe ich auch immer unterstützt. Ja. Ich bin ja noch zu einer Zeit, war ich in der Armee, da hatten wir 500.000, 600.000 Mann, also stehendes Heer. Von 500.000, 600.000 war die größte Armee. Und wir sind auch die stärkste. Wir sind auch die beste Armee. Das hat mal ein Minister auch gesagt. Stimmt auch. Also bei jeder Übung hab ich gewonnen. Ihr habt auch Bunker in den Bergen. Nur wir haben in eine Richtung geschossen und Gott sei Dank niemand zurück. Genau. Ja, und eure Mauer sind die Alpen. Also die muss man erst mal überwinden. Das war dann eine historische Geschichte mit der Dissuasion. Also mit der Idee, die Schweizer Armee hat die Zivilbevölkerung ja eigentlich der Wehrmacht überlassen und sie haben sich zurückgezogen in die Berge und haben einfach gesagt, wir verkaufen uns so teuer wie möglich und wir machen es Hitler nicht einfach. Aber eben, weißt du, ich frage mich manchmal so, eigentlich, wenn wir mit Kindern sprechen, ja. Das Schöne ist ja, Kinder, wenn sie streiten, dann vertragen sie sich irgendwann wieder. Und warum? Weil sie nicht diesen verdammten Stolz haben, nicht auch mal zu sagen, weißt du, komm, wir lassen es bleiben. Sondern es geht ja, ich hatte recht und du eben nicht. Und das machen Erwachsene, die hören nicht mehr auf. Und das ist auch wie in einer Beziehung, wo ich auch sage, komm, lass uns einen Strich ziehen und das Positive, was wir haben oder uns verbindet, das Verbindende nehmen und irgendwie einen Frieden schaffen. Und da frage ich mich, die Politik ist doch eigentlich angehalten. Ja, du musst doch fragen, Moment mal, du musst doch fragen, wer hat ein Interesse an diesem Krieg? Da sind wir wieder bei der militärisch-industrielle Komplex, die lachen sich kaputt, den es übrigens auch auf russischer Seite gibt. So, ja. Und wenn Donald Trump sagt, der ja wieder bei Twitter jetzt agieren darf, ich würde diesen Krieg innerhalb von 24 Stunden beenden, na, dann musst du da keine Fragen mehr stellen. Na klar kann man den Krieg beenden. Aber ist der amerikanischen, jeder vierte Amerikaner arbeitet in der Rüstung. Hast du hier noch Fragen? Na, wir haben doch genug eigene Betriebe hier in Deutschland. Ich will ja nur sagen, natürlich gibt es ein Interesse. Ja, ja. Man könnte den Krieg beenden, aber sie wollen den gar nicht beenden, weil BlackRock, und über BlackRock spricht niemand, die sind jetzt dabei bei der Zerstörung der Ukraine. Und wenn sie aufbauen wieder, Friedrich Merz bei Frau Illner, hat es gerade wieder selber gesagt, wir brauchen auch die deutsche Wirtschaft, die Bauindustrie, die dann die Ukraine wieder aufbaut. Über die Leute müssten wir reden. Aber das ist genau das, was immer fehlt im Journalismus ja auch. Eigentlich sollte Journalismus sein wie Kriminalistik. Also man sucht sich eigentlich den Verursacher des Problems und fragt dann, wo kommt's her, statt immer nur die Symptome zu beschreiben. Das ist im Prinzip auch cui bono, folge dem Geld und schaue, wer profitiert davon. Und jetzt sieht man ja eigentlich ein klares Muster. Ich nenne es immer Korporatismus, wie Benito Mussolini das genannt hat, also die ungesunde Verflechtung aus Staat und Konzernen. Das haben wir nämlich eigentlich anstatt Demokratie. Und wenn man anschaut, wer hat bei der Corona-Krise profitiert? Die Pharmabranche. Wer hat bei der Energiekrise oder profitiert von der Energiekrise massiv? Die Energiewirtschaft. Und jetzt darf der militärisch-industrielle Komplex absahnen. Und das Doofe ist, dass eben die Interessenlage so ist, dass Krieg sich absolut lohnt. Also es lohnt sich. Und was noch schlimmer ist, die geostrategischen Überlegungen in Bezug auf Osteuropa, NATO-Erweiterungen, das sind ja Dinge, die sind im Prinzip direkt nach dem Zweiten Weltkrieg losgegangen. Also im CIA-Archiv online, im Electronic Reading Room der CIA kann man nachlesen, dass die schon 1952 überlegt haben, wie sie rechte Kräfte in der Ukraine stärken können, um später mal irgendwann einen Joker ziehen zu können, dort, wenn sie irgendwo an der Grenze mit Russland Scharmützel vom Zaun brechen wollen. Also da gibt es strategische, geostrategische Überlegungen seit langem dokumentiert von der Rand Corporation und sonst wem, die nahelegen, dass es eben aber nicht um einen originären Konflikt geht, wo jetzt Putin gegen Biden oder die NATO gegen Putin. Es geht um die Rohstoffe Russlands und der Ukraine. Ja, aber was mich interessieren würde, wie verzweifelt sind die Menschen da? Also, weißt du, wir hatten es von Winter. Und manchmal gehst du durch eine schöne Winterlandschaft und denkst dir so, Ruhe und schön. Und in der Ukraine ist es bestimmt da in den Schützengräben, ja auch jetzt auch Winter, und das ist nicht schön. Nee. Und da verrecken junge Soldaten, also von beiden Seiten. Und wenn du denen wahrscheinlich die Frage stellen willst, ich habe da auch einen Bericht gesehen, was willst du? Dann sagen viele, nach Hause gehen, mal warm duschen, dann Junkfood essen und zwei Wochen Netflix gucken. Und du denkst, die leben ja wie wir. Aber ich habe manchmal das Gefühl, die Leute würden ja eigentlich gar nicht mehr wollen. Also weißt du, dass man sagt, Frieden. Oder ist das falsch?
Ist die Meinung der Menschen immer noch aufeinander losgehen? Ich keine Ahnung, weil es wurde ja verursacht. Lass ihn doch mal sprechen. Es ist sicherlich auch wieder die Frage, wen man nun trifft. Also ich habe nur motivierte ukrainische Soldaten getroffen, die das jetzt auch als Chance sehen, dass die ukrainische Nation endlich mal geeint wird. Sie war ja doch sehr, sehr zerrissen die letzten Jahre. Und ja, die Umstände sind natürlich schwierig. Also gerade jetzt an den Frontlinien, da also habe ich mich jetzt nicht gerne so lange aufgehalten. Das ist auch gefährlich. Hm. Und aber gut, es gibt auch in den Städten ein Alltagsleben. Also man mag es jetzt nicht glauben, aber es sind auch Diskotheken offen in Kiew oder Odessa. Also man kann da auch leben, ganz normal im Moment. Das ist, wie gesagt, das ist ein riesiges Land. Und die Frage, wo man nun genau ist und wen man nun im Einzelnen trifft. Macht dir die politische oder die politischen Entscheidungen denn Angst, die hier getroffen werden? Oder? Nee, Angst ist das falsche Wort. Ich habe da jetzt keine Angst. Natürlich gibt es inhaltliche Befürchtungen, also in so Nachdenken. Aber ich denke, also es geht jetzt um die Panzerlieferung. Ja? Also ich denke nicht, dass diese Waffenlieferung selbst jetzt dazu führt, dass Deutschland und Russland in einen Krieg geraten. Dazu hat sich die russische Armee auch als viel zu schwach erwiesen vor Ort. Also sie sind ja tatsächlich nicht in der Lage, ihre Kriegsziele dort zu erreichen. Und wie sollen sie denn Deutschland angreifen? Sie wären ja sofort im Krieg mit der NATO. Und die technologische Überlegenheit der NATO ist ja evident. Das sieht man ja zum Beispiel also an den Drohnen. Wenn ich mir anschaue, was die russische Armee dort als Drohnen eingesetzt hat, die manuell mit einem Katapult, also diese Orlan, in den Himmel gehoben, geschossen werden müssen und die bei Regen nicht fliegen können und wo Militär immer in der Nähe sein muss. Das ist ja Welten entfernt von dem, was die Amerikaner einsetzen, wo jemand in Nevada mit einem Joystick sitzt und irgendwo in Pakistan Menschen totschießt. Also das kann die russische Armee offensichtlich ja gar nicht. Und deshalb denke ich, das verschlechtert die Beziehung auch für die Zukunft und das gefährdet Deutsche, die in Russland sind. Aber ich denke nicht, dass man Angst haben muss, dass deshalb jetzt Kriegshandlungen nach Deutschland... Dass die Luftwaffe ja der nächste Schritt bedeutet, oder? Natürlich, es ist ein Potenzial einer Eskalation. Gibt es technische Probleme mit den Geräten und dann werden deutsche Spezialisten angefordert, die das dann mal vor Ort lösen sollen. Und dann sind den Deutschen dann da schon drin. Das ist theoretisch denkbar. Das ist halt die Frage, ob die Regierung in der Lage ist, dann da zu bremsen und klarzumachen, dass das eben nicht... der Krieg der Deutschen ist, sondern ein sehr, sehr tragisches Problem zwischen Ukrainern und Russen, in welches sich verschiedene andere Akteure aus auch von teilweise 1000 Kilometer entfernt einmischen. Wobei, wenn Scholz das kategorisch ausschließt, dass Jets geliefert werden, kann man davon ausgehen, dass dann in zwei Wochen das, dann kommen. Dann stimmt das. Ja. Also, man muss sehen, die Türkei zum Beispiel unterstützt die Ukraine auch militärisch, vor allem mit diesen Bayraktar-Drohnen. Und sie haben trotzdem gute wirtschaftliche Beziehungen mit Russland. Israel auch, aber dort finden diese Beziehungen eher verdeckt statt. Also diese Angst sollte man jetzt nicht haben, aber man sollte natürlich genau hingucken und sich fragen, warum produziert die Ukraine diese Waffen eigentlich nicht selbst? Sie haben ja seit ihrer Unabhängigkeit waren sie immer unter den 10 größten Rüstungsexporteuren auf der Welt. Sie können Panzer bauen, sie können Flugzeuge bauen, sie können Raketen bauen. Ja, weil sie das Zeug abkaufen sollen von den Amis. Es ist auch kein Krieg zwischen Russland, sondern wer bezahlt zwischen Amerika und Russland. Also, ist das eventuell so, dass damit die Ukrainer in eine Zinsknechtschaft überführt worden werden, wo dann künftige Generationen das auch noch abzahlen sollen? Ja, klar. Das ist natürlich dann auch nicht im Interesse der Ukrainer. Und interessant ist, die Nationalisten dort, die waren ja eigentlich, also ich habe sie erlebt vor 8 Jahren, so Azov und rechter Sektor, die waren ja eher anti-westlich. Die wollten so mit EU und NATO nichts zu tun haben. Mittlerweile sehen sie die aber als Partner, weil sie ja diesen Druck spüren von russischer Seite. Also eigentlich ist auch aus Blickwinkel russischer Interessen dieser Krieg, so wie er sich die letzten 12 Monate gezeigt hat, oder 11 Monate, eine Katastrophe. Was würdest du machen, wenn du jetzt eine Chance hättest, zu vermitteln oder den Krieg zu beenden? Ja, Journalisten haben ja das Privileg und auch die Pflicht, sich nicht gemein zu machen mit irgendeinem Konzept oder einer Sichtweise, auch nicht mit einer guten. Aber wenn wir jetzt... Also verstehe mich nicht falsch. Es geht nicht darum, also es würde mich einfach interessieren, wie du die...
ob du einen Weg siehst von der Konflikt. Also theoretische Vorschläge. Na gut, Elon Musk hat gesagt, lass doch die Leute abstimmen in den umstrittenen Regionen, in einem international überwachten Referendum. Ob das praktisch möglich ist, schwierig. Aber wenn man das schon favorisiert, und das könnte ja ein Mittler wie Deutschland tun, dann sollte man auch gerecht sein und sagen, dann müssen solche Referenden auch in Russland in umstrittenen Regionen stattfinden, wie Tschetschenien, wie Tatarstan, wie Kalmykien. Und dann ist die Sache rund, aber dann werden beide Seiten auch sagen, nee, das wollen wir nicht. Weil doch, so wie ich das sehe, eine große Bereitschaft ist, mit der Waffe das zu lösen. Also jede Seite glaubt, sie könnte gewinnen. Es gibt ein Zitat von Thich Nhat Hanh, das ist ein buddhistischer Mönch, und der hat gesagt, wenn jeder langsam gehen würde, würde es keine Kriege geben. Damit ist gemeint, wenn jeder mal überlegt, was er eigentlich tut, und das geht beim Soldaten los, ne? Der in den Krieg zieht. Ich glaube, es gibt keinen, der aus dem Krieg wiederkommt und sich als Held fühlt, wenn er daran denkt, wie er vielleicht in so einem Schützengraben lag und in die Hosen gemacht hat vor Angst. Oder wie er so gezittert hat, dass die Zähne gespalten sind. Also ich finde diesen Satz gut. Und vielleicht kann man den auch mal so abschließend für dieses Thema mal so wirken lassen. Also ja, und ich mache gleich ein neues Thema auf vielleicht. Stichwort und möchte gespaltene Zähne. Jetzt spricht der Mann mit Gläser. Ich möchte gerne mal ein Buch in die Runde werfen, was seit einigen Wochen auf dem Markt ist, was leider mir nicht geschickt wurde, warum auch immer. Könnte auch schon die wieder. Passt. Nein, könnt ihr was dahinter stecken? Verschwörung. Nein. Es ist eins, wo der Tom das Nachwort geschrieben hat. Und es heißt, ich muss gucken. Möge die ganze Republik mit dem Finger auf sie zeigen. Es ist quasi eine Zitatensammlung von Sachen, die wir in den letzten 2-3 Jahren um die Ohren geschlagen bekommen haben in den Medien, von Politikern, von Gesundheitsministern. Kabarettisten, Jan Böhmermann. Und dieses Zitat vorne drauf, also das ist, glaube ich, von dem Spiegel-Autor, ne? Also, ist von Nikolaus Blome, ja. Vielleicht kannst du uns ein bisschen mehr davon erzählen. Schade, ich kann es nicht zeigen, aber wir können es ja vielleicht im Nachhinein einblenden. Genau, die Reaktion darauf. Und es ist schon krass, was man schon wieder vergessen hat, ne? Und also auch wir, die ja eigentlich betroffen sind, also die diese Maßnahmen nicht mitmachen wollten oder dagegen gekämpft haben. Ja, da würde ich gerne mal dazu in die Runde was sagen. Also das Buch ist eine Zitate-Sammlung. Also der Hauptautor Markus Glöckner hatte um die 1000 Zitate gesammelt aus der Corona-Ära hatte dann im Prinzip 100 ausgewählt für diesen. Es gibt vielleicht mal ein Band 2, aber das ist der erste, um das zu dokumentieren, einfach für die Nachwelt. Ich denke, das müsste aber jetzt Spiegel-Bestsellerliste sein. Es ist auch. Super. Und da kommen ja ganz nette Sachen jetzt bei raus. Ne? Also dadurch, dass dann auch Leute aus den Mainstream-Medien natürlich da drin sind, oder Herr Böhmermann oder irgendwelche anderen bekannten Leute, ne? Jetzt muss es natürlich dort auch stattfinden, weil es ist Spiegel-Bestseller seit Wochen. Es war sogar auf Platz 2. Also bei Amazon in diversen Kategorien also auf Platz 1. Das ist der Böhmermann, der diese Imbissbuden hat, oder? Dönermann, ja. Und es sammelt halt die Zitate. Ne? Und dann eben, man hat viel vergessen und viel wird ja auch, das Internet entgegen landläufiger Meinung vergisst halt schnell. Ja? Also es ist so schnelllebig, dass man, wenn man dann zurückschaut, und das ist auch das Feedback von vielen Lesern, ist dann, das habe ich schon wieder ganz vergessen. Ja, und wie schrecklich es ist. Ne? Und dann liest man sich nochmal die Zitate durch. Und da steht halt, also der Spruch vorne drauf ist von Blome, das ist natürlich auch schon Wahnsinn, ja, und faschistoid im Kern, wenn man eine Bevölkerungsgruppe ausgrenzen will, ja, und noch die anderen aufruft, das bitte auch zu tun und das zu fordern. Also, halte den Dieb, er hat Wahnsinn. Ein Messer im Rücken. Furchtbar. Aber man sieht aber daran auch das, was an dem anderen Zeug, was da drin steht, ne, dass es programmatisch war. Also es ist nicht nur eine Dokumentation für die Nachwelt, man sieht auch, dass da handwerklich dran gearbeitet wurde, das zu tun, also dass es bewusst gemacht wurde. Also das Zitat von diesem Christian Foren, ne, das steht vorne auch in dem Klappentext von Zeit Online. Das heißt dann, er fordert nicht mehr Verständnis, sondern einen harten, spitzen Keil. Tief und fest eingeschlagen muss er die Gesellschaft an der Stelle spalten, wo es die Gefährdeten von den Gefährlichen trennt. Ja, so in dem Wortsinn war nicht ganz genau. Aber wenn man das liest, ja, also das ist dermaßen böse, das ist wirklich tief böse. Ne? Das ist, da kann man auch nicht im Nachhinein sagen, das war ein Versehen, wir haben überreagiert. Ja, und es gab gar keine Diskussion darüber. Nein. Das war gesetzt und so war es richtig. Genau, und da wurde auch nicht angezweifelt. Ja, und das war, was das Schlimmste ist, und das hat Markus
Glöckner vor ein paar Tagen bei Bild TV war er im Interview, ne, in Berlin. Er hat das auch gesagt, also das Menschsein wurde den Menschen abgesprochen. Einem großen Teil der und die demokratischen Rückzugsräume, die man in der Demokratie haben sollte, also Justiz, Medien, die waren alle nicht da. Die waren alle zu. Der Richter aus Weimar, wo sich jetzt herausstellt, dass er Recht gehabt hatte, die Schulen nicht schließen, ist trotzdem verurteilt worden. Der hat seine Lizenz verloren. Also, hallo. Und viele Leser schreiben, sie können das auch gar nicht lesen. Also sie können, wenn sie es aufschlagen nach ein paar Seiten, sie müssen es weglegen, weil sie weinen, ja, oder die Nerven. Aber man oder es kommt wieder das Trauma hoch von vor einem Jahr, vor zwei Jahren. Lieber Tom, es gibt auch Sachen, wo man lachen kann. Ich bin ja ein großer Freund vom Lachen. Ich bin auch als Sachse, wir sind nicht nachtragend, aber wir vergessen eben auch nicht. Einer meiner Lieblingssätze war im ersten eingesperrt sein, damit wir auch mal lachen können drüber, Obdachlose sollen zu Hause bleiben. Das kannst du dir als Kabarettist nicht ausdenken. Das ist doch Weltniveau. Und dann denkt man immer, das kann man nicht mehr toppen. Euer, im zweiten eingesperrt sein, Totensonntag, Impfbus hält auch am Friedhof. Das ist, besser geht's nicht. Stimmt, das habe ich auch gesehen. Das ist echt verrückt. Aber man möchte meinen, dass sich Menschen irgendwie mal bewusst werden, was sie da gesagt und getan haben. Dem ist nicht so. Nee, warum verhalten die sich nicht? Ich habe letztens eine Pressekonferenz gesehen mit Karl Lauterbach, der ist gefragt worden von einem Journalisten. Ach, du meinst hier den? Herr Lauterbach, Sie haben uns gesagt, wer 2023 wird es die Geimpften geben und die Toten. Also wer nicht geimpft ist, wird tot sein. Das ist doch eine Lüge. Und dann hat Karl Lauterbach geantwortet, man wird ja mal eine Fehlentscheidung treffen können. Aber das ist bei dem Blome ja das Gleiche. Ne? Also wir haben den ja angefragt, auch Bild TV hatte Leute angefragt für eigentlich ein Streitgespräch, ne, zwischen Herrn Klöckner als Hauptautor und eben einem Herrn Blome oder jemand, der als Protagonist in dem Buch vorkommt. Da hat A natürlich keiner zugesagt, ne? Und B hat Blome sogar noch im Spiegel dann darauf reagiert, dass er gar nicht einsieht, dass er sich für das Buch sei ja jetzt Bestseller und man wird aufgefordert, sich zu entschuldigen. Er sieht keinen Grund, sich zu entschuldigen. Das ist die Negation der Negation. Nee, der Witz ist ja noch, er möchte ja gerne ein Exemplar mit Signierung haben jetzt, ne? Weil er ja jetzt dezentiert ist. Und andere haben bei Twitter dann noch gefragt, und unter den Anzeigen des Buches, ob sie auch drin sind. Und dann kam die Antwort, nein, sie nicht. Wie kann ich mich für das Zweite denn bewerben? Also ernsthaft, ne? Das ist auch, dass man das dann noch, also das Leid der Leute noch mit Füßen tritt, indem man im Nachgang noch solche blöden Witze reißt. Die waren stolz darauf. Ja, und dann sieht man auch. Doch, denen ist das, und das ist genau der Punkt, den ich mache, ist, dass der Blome, ein Christian Foren und solche Leute, die das dann schreiben, die haben das nicht aus Versehen gemacht, die haben das auch nicht gemacht, weil es ihnen rausgerutscht ist. Für mich ist das ist Social Engineering, die wollten spalten und die hatten den Auftrag vom Verlag, von irgendjemand, also man sieht es ja jetzt auch in diesen Konferenzen, da trifft sich Steffen Seibert mit Facebook und in Amerika lief das Gleiche, FBI trifft sich mit Twitter, die hatten den Auftrag... Familie Renier. Genau, die hatten den Auftrag, medial das durchzupeitschen. Ja? Also da gab es eine klare Ansage von oben, das muss so durchgepeitscht werden. Aber die hat doch schon angefangen bei Gavi, wo sie alle mit derselben Sprache gesprochen haben. Wer ist Gavi? Gavi war eine sehr nette, die hat ja damals... Nee, aber was ist Gavi? Das war diese Geldgeberkonferenz, wo man die in Genf Sitz hat. Ah. Die kannst du auch nicht aushebeln, weil die genießt komplett diplomatische Immunität. Da haben alle Staatspräsidenten hatten alle denselben Text. Und da bin ich zum ersten Mal hellhörig geworden. Ich glaube, viele Leute sind heutzutage auch beleidigt, weil man sagt, ich war nie ein Schaf und ich muss auch nicht aufwachen. Ich weiß schon, wie die Welt... Ich bin auch aufgewacht in vielen Bereichen. Weil für mich war ja auch so Dach über dem Kopf, schön Kabarett spielen, dann im Urlaub, wieso soll ich mich aufregen? Die da in Bern, sagen wir in der Schweiz, also die machen das schon gut. Wobei heutzutage stellt sich natürlich schon die Frage, sind vielleicht Facharbeiter günstiger als die Politiker in Parlamenten? Ja. So wäre vielleicht. So, aber egal. Und ich glaube, ich bin ja auch aufgewacht. Ich habe mich zum ersten Mal mit Staatskunde auseinandergesetzt, mit der Bundesverfassung, im Grundgesetz, wo ich so dachte, ach so, das sind unsere Rechte. Mhm. Wir haben ja ein Bundesgesetz oder ein Grundgesetz, was uns vor dem politischen Übergriff schützt oder schützen soll. Natürlich haben wir auch Pflichten. Mhm. Aber das, was geschehen ist die letzten zwei Jahre, waren so verfassungswidrig. Und das finde ich komisch, dass diese sogenannten intellektuellen Leute und auch Künstler, dass die das nicht verstanden haben. Als Kabarettist bin ich erstmal ein Skeptiker. Zweifler, was den Staat anbelangt. Klar. Ich finde viele Dinge ja gut. Wir sind ja der Staat. Mhm. Natürlich...
sage ich nicht, jeder Politiker und jeder Journalist ist ein Trottel. Im Gegenteil, es gibt richtig viele Leute, die haben gute Ideen oder whatever. Aber schlussendlich darf man das ja in Frage stellen. Und das fand ich eben komisch. Noch einmal zu, wir konnten ja nichts mehr in Frage stellen. Aber ich fand das so mutig. Ich glaube, das warst du, ne? Also irgendwie in dieser Zeit, wo man so mittendrin in diesen Lockdowns war, hätte ich mir mehr Künstler gewünscht, die solche Sachen gemacht. Ich glaube, du hast das gemacht mit dem, ich kann nicht schlafen. Also, ich also diese Videos nicht. Bei YouTube, ich weiß es nicht. Und hast dann auf eine zynische oder humoristische, also deine kabarettistische Art und Weise deine Sachen oder die Sachen der Welt beleuchtet. Und das hat so einen Mut gemacht. Man konnte mal über diesen Irrsinn wieder lachen und man hat sich wirklich gut gefühlt. Und ich hätte mir gewünscht, es hätten mehr Künstler diesen Mut gehabt, und sich zu zeigen, anstelle sich zu fotografieren mit, ich bin geimpft und die Impfung ist sicher. Weißt du, ich glaube, es gab richtig viele. Ich glaube, es gab viel mehr Menschen, die genau auch gesagt, ich weiß es nicht und ich zweifle. Aber wenn du warum kamen die nicht durch? Aber, ja, weil eben dir mit Konsequenzen gedroht wird. Wir haben jetzt Ächtung, ja. Genau, gesellschaftliche Ächtung. Es ist auch sehr spannend. Es gibt bei uns eine Initiative, die heißt Stopp Impfpflicht. Das ist eigentlich ein falscher Titel. Die sollte heißen, wer sich gegen eine Impfung entscheidet, egal gegen welche Impfung, kann auch Masern, Polio oder was auch immer sein, wenn er sich dagegen entscheidet, Artikel 1 des Grundgesetzes. Ist das seine Sache? Ist das seine Sache? Ja. Wir leben eh in einem sehr gesunden Umfeld. Und wenn jemand krank wird, wird er krank. Aber das müsste die Entscheidung sein. Aber wenn dir dann gesagt wird, wie bei Swiss, du verlierst deine Arbeit, du darfst nicht mehr, dann hat mancher gesagt, du weißt du was, also so diesen kleinen Pieks, den lasse ich mir geben. Und das finde ich verwerflich. Mir ist scheißegal, kann einer koksen, Zucker essen oder was auch immer. Aber diese Entscheidung möchte ich schon selber treffen. Und ich möchte Fragen stellen, wenn mir ein Arzt überzeugend sagen kann, du, das ist gut, dann ja, das ist eine, im Dialog. Und weißt du, und momentan haben wir wirklich eine Übersterblichkeit, also, keine Ahnung warum, jetzt wissen wir es nicht. Also das ist schon wahrscheinlich der Hitzesommer, ist der Hitzesommer. Und ich denke, nein, das ist nicht. Ich habe jetzt auch gerade mit einer Freundin telefoniert in Eisenach, dreifach geimpft, ist fast gestorben. Bei uns in der Verwandtschaft, Freundeskreis, nach 24 Stunden nach der Impfung, Leute weggestorben. Weißt du, ja klar, alles Zufall. Ich meine, deshalb habe ich auch einen Beitrag gemacht über Contagan. Meine Mutter hat Gott sei Dank kein Contagan genommen. 1960, als sie schwanger war mit mir. Aber als 1961 1550 schwerstbehinderte Babys auf die Welt gekommen sind, hat man dieses Medikament von Grünthal sofort vom Markt genommen. Und es gibt jetzt noch eine Stiftung, 100 Millionen drin, die das, und ein Wissenschaftler bei Grünthal hat schon Jahre davor gedacht, du, da irgendwas ist faul mit diesem Medikament. Da haben sie gesagt, nein, das sind Atombombenversuche. Und genau so wird wieder argumentiert. Nein, natürlich nicht. Und es sterben Tausende. Man sagt ja, das stille Sterben. Nur das findet so nicht mehr statt. Und wenn du das sagst, bist du ja Verschwörungstheoretiker. Also, ich bin sogar noch ein Stück weiter. Ich bin ja Feind der Demokratie. Also den Titel müsst ihr erst mal kriegen. Okay. Ja. Der liebe Marco hat ein ganz tolles Video gemacht. Ja. Das wollen wir bitte mal zeigen. Genau, mal gucken, wie lange. Ja, nee, wirklich, weil die Zeit nehmen wir uns. Klimakleber. Das wird der Ohrwurm. Nee, für den Sachsen ist das ganz schlecht auszusprechen. Klimakleber. Bei uns gibt's kein K. Nee. What's up? Genau. Fest die Dummen auf den Quark. Klimakleber, Klimakleber kleben jeden Tag. Kleben sich mit Kleber fest die Dummen auch mit Quark. 10 kleine Klimakleber besetzten ein paar Räume. Einer fiel dabei ins Klo, da waren's nur noch 9. 9 kleine Klimakleber grüllten durch die Nacht. Einer hat zu laut geschrien, da waren's nur noch 8. 8 kleine Klimakleber
Klimakleber haben's übertrieben. Einer klebt noch heute am Zug, da waren's nur noch sieben. Sieben kleine Klimakleber waren echt perplex. Als einer dann verhaftet wurde, waren's nur noch sechs. Klimakleber, Klimakleber kleben jeden Tag. Kleben sich mit Kleber fest, die Dummen auch mit Quark. Klimakleber, Klimakleber kleben jeden Tag. Kleben sich mit Kleber fest, die Dummen auch mit Quark. Sechs kleine Klimakleber draußen ohne Strümpf. Die Autobahn war nass und kalt, da waren's nur noch fünf. Fünf kleine Klimakleber, ein Gemälde im Visier. Dem einen fiel es auf den Kopf, da waren's nur noch vier. Vier kleine Klimakleber, mehr Port mit Geschrei. Und einer hängt am Jumbojet, da waren's nur noch drei. Klimakleber, Klimakleber kleben jeden Tag. Kleben sich mit Kleber fest, die Dummen auch mit Quark. Klimakleber, Klimakleber kleben jeden Tag. Kleben sich mit Kleber fest, die Dummen auch mit. Drei kleine Klimakleber besuchen der Türkei. Die kamen da nicht gut an, ja, da waren's nur noch zwei. Zwei kleine Klimakleber mit viel Leim im Eimer. Ein Kleber war hineingefallen, da war es nur noch einer. Ein kleiner Klimakleber wollte es nicht verstehen. Ein Sponsor zahlte Geld, dann wurden's wieder zehn. Klimakleber, Klimakleber kleben jeden Tag. Kleben sich mit Kleber fest, die Dummen auch mit Quark. Klimakleber, Klimakleber kleben jeden Tag. Kleben sich mit Kleber fest, die Dummen auch mit Quark. Ja. Scheiße, ich kleb fest. Tja, genau. Leute, ein bisschen mehr Disziplin, gerade nach so einem Titel Klimakleber. Klimakleber. Wir haben uns nämlich hier schon in der Runde sehr. Marco, wie kommt man auf sowas? Ich bin Kabarettist. Ach. Ich sage immer, die Provokation löst doch den Diskurs aus und hoffentlich führt der Diskurs zu einem Dialog. Mhm. Weil diskutieren und heißt ja zersetzen, aber reden ist der Dialog. Und dann tauscht man Meinungen aus, man hört genau zu. Ich finde Zuhören auch sehr wichtig, obwohl ich so eine Labertasche bin. Aber Zuhören ist wichtig. Mhm. Und ich bin halt wirklich mit Indianern und Blackfacing und all dem aufgewachsen, eben andere Generation. Habe mich dann aber darüber dann wirklich interessiert, ja, wie haben die Indianer denn wirklich gelebt? Mhm. Und dann hast du mitbekommen, oh, das war aber nicht so lässig und so schön. Und bei Blackfacing, wo man sagt, oh, das sieht toll aus. Genau, das ist ganz wichtig, was du sagst. Super. Wir haben das nicht gemacht, weil wir die knechten wollten, sondern weil wir das toll fanden. Gerade ich als Blonder bin gerne mal schwarz. Was ist jetzt daran schlimm? Die Frage ist doch, was steckt dahinter? Black is beautiful, Black Power und die Geschichten hat man ja auch alle mitgenommen. Aber wir sind ja mittlerweile an dem Punkt, ich als Kabarettist, wo die Woke-Gesellschaft auch den Namen von Arnold Schwarzenegger in Frage stellt. Muss er jetzt schwarz auswechseln oder Necker? Oder man muss die Städte umbenennen, wie Braunschweig oder so. Genau. Nein, wirklich. Weißt du, bei uns gibt es ja den Negerkuss, den Mohrenkopf. Ach, die liebe ich. Ja, und das, eben wie gesagt, es geht ja gar nicht darum, dass man jemanden kaputt machen will oder wie auch immer. Ein Freund von mir, der auch dunkler Haut ist, der liebt zehn kleine Negerlein. Das fand er ganz toll. Es geht ja auch um was ganz anderes. Und dass man auch als Neger sterben kann. Auch. Kleiner Neger. Aber ich finde das toll, dass dieses Video jetzt gerade in der Faschingszeit rauskommt mit vier Kostümen, die eigentlich gar nicht mehr erlaubt sind. Ne? Nicht mehr erlaubt. Wie schlimm ist das denn? Oder der Dreadlocks. Ich meine, bei uns wurde eine Band, wo zwei Typen Dreadlocks hatten und Reggae gespielt haben, wegen kultureller Aneignung, wurden aus dem Lokal geworfen. Wo ich denke, geht's noch in der Schweiz? Ja. In der Schweiz. Also wenn es jetzt schon dort ist, wenn das bis in die sächsische Schweiz durchdringt,
dann... Wobei nicht überall. Ich sorge dafür, ich komme dich besuchen. Ja, ich bin dabei. Da treten wir mit Rasterlocken. Ja, ich denke immer, es geht immer ums selbe. Entspannt euch und trotz allem. Lachen. Ich glaube, lachen und trotz allem, die Welt ist schön. Ja, sehr das schön. Das Leben ist schön, la vita è bella. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns immer wieder den schönen Sachen auch zuwenden, weil... Egal, ich habe immer Carola gesagt, weil ich mochte das Wort einfach auch nicht mehr. Carola Wille meinst du? Genau. Ich glaube, man muss auch aufpassen. Es gibt immer wieder auf beiden Seiten Stimmen, die ja einen Nutzen davon haben. Mhm. Also weißt du, man muss sagen, okay, bereitet euch schon mal vor. Zelte, Wasser, Waffen. Das heißt, auch die andere Seite hat teilweise so Stimmung gemacht, dass du dachtest, okay, ich muss eigentlich eine kleine Burg um mein Haus bauen. Wo ich auch, mir haben die Stimmen gefehlt, die einfach gesagt haben, hey, entspannt euch. Wir haben mit Krankheiten zu tun. Wir müssen halt mal auch schauen und dies und das und so. Wir müssen auch nichts kleinreden, aber es ist alles gut. Wir können darauf reagieren. Und weißt du, wenn ich nach Ägypten bin, also in Kairo Leute besucht habe, dann haben wir gesagt, also wegen Carola hatten wir auch, aber wir hatten davor auch die Influenza und das ist ja die spanische Nichte, die Influenza. Und bei uns hieß das. Aber das war für uns schlimm, weil die Touristen ausgeblieben sind. Und dann haben wir angefangen zu hungern. Wir hungern, weil das ausbleibt. Das heißt, es hat ja alles immer irgendwie. Und deshalb haben wir auch mit Klima und mit. Du hast immer einen Nutzen und du hast aber auch noch das andere. Und deshalb denke ich immer, schick die Menschen, die Kinder, ich meine, wir haben in die jetzt Welt. Mit viel Freude. Mhm. Freude und Begeisterung und Neugierde und. Sollen Fragen stellen und empathisch in die Welt gehen. Dafür plädiere ich. Und für dieses Reden, das hat mir schon dann irgendwie ein bisschen Sorge gemacht, wurdest du dann eben als Vollpfosten hingestellt und... Also, hä? Aber Okay. Wenn ich fragen darf, sind deine Veranstaltungen jetzt gut besucht oder bist du in die... Hervorragend. Nein, es läuft tipptopp. Aber meine Kollegen haben es teilweise... Weil du deine eigene Haltung geleistet hast. Meine Kollegen haben es aber schon geschafft, dass das neue Voll 50% ist. Mhm. Weißt du? Ich kenne aus der BRD, da kenne auch Helmut Schleich sagt, also 100 ist das neue ausverkauft. Genau, ja, bei uns 50. Nee, aber die haben schon die Kulturszene kaputt gemacht. Also das muss man wieder aufbauen. Und es geht gar nicht darum, dass die Leute... nicht Bock hätten, die haben nicht Angst wegen Carola und so, sondern wir haben mittlerweile noch einen Stau von einer Million Tickets, die abgespielt werden müssen. Neue Vorstellungen haben sie. Und die Leute überlegen sich schon, wofür geben wir Geld aus? Wofür geben wir Geld aus? Und wollen wir dem weiter vertrauen? Mhm. Ja? Ich frage mich ja auch zum Beispiel, wo ist die Friedensbewegung? Wo ist Lindenberg? Wo ist Nena? Wo sind die? Nena kommt nach Sachsen und weißt du, wer Nena bewirbt? Kauft Tickets? Der MDR. Da habe ich gedacht, also ist der MDR ein Friedenssender? Na siehst du, also. Ja, habe ich gerade auf dem Weg hierher, die ist in Chemnitz und noch ein, zwei anderen Orten. Dann ist doch alles gut. Ja, das ist schön. Kommt nicht der Karl May aus Radebeul. Radebeul, gell? Museum. Ja, ja. Mhm. Wobei, wenn ich noch kurz zu Marco sagen darf, die Klimanummer ist natürlich auch eine schöne Persiflage auf das, was wirklich passiert. Ne? Ich war nämlich vor ein paar Wochen in Berlin und dann habe ich bei online gesehen, dass die letzte Generation kündigt an, sie protestieren heute um 2. Ja? Mhm. Also dann dachte ich, okay, das gucke ich mir mal live an, jetzt bin ich doch interessiert. Dann bin ich raus und dachte so, ja, um 11:30 müssten die mal da sein, so Stände aufbauen, Flyer. Ne? Sie wollen ja jemanden von der Idee überzeugen. Also ich, wenn ich das tun würde, dann hätte ich da Flyer, Informationsmaterial etc. Also es war niemand da 2 Stunden vorher. Bin ich wieder ins Hotel, kam nach einer Stunde wieder, immer noch keiner da. Dann halbe Stunde vorher, auch noch keiner. Und dann 2:05, also wirklich ohne Übertreibung, 2:05 kam so eine Gruppe von 15 Leuten an mit ihren Westen, haben sich auf die Straße gesetzt und da waren genauso viele Kameraleute im Prinzip dabei und Fotografen wie Klimakleber, haben sich dann hingesetzt, da war auch kein Verkehr, ja, da waren 10 Autos und eine Bushaltestelle voll mit Leuten, die dann nicht in den Bus konnten, weil dann saßen da halt ein paar. Ne? Aber die saßen da 5 Minuten auf der Straße. Und werden von der Polizei beschützt? Nee, die Polizei war noch nicht da, aber das war am Potsdamer Platz, also da steht immer ein Kastenwagen um die Ecke, ne? Also die kommen dann schnell. Aber was ich meine, ist die Inszenierung. Also da war weder eine Informationsveranstaltung noch der offene Diskurs.
Kurs, den man online beworben hat, wir informieren euch über unsere Ziele, weil ich wollte ja informiert werden und ich hatte meinen Klima-Artikel dabei, 10 Seiten, der das Narrativ eigentlich in Frage stellt mit anderen Quellen. Vielleicht den hätte ich gerne ausgeteilt. Aber Tom, vielleicht wollten die einfach auch nur Werbung für den neuen Kleber machen. Wahrscheinlich, weil die waren nach 10 Minuten war das ganze Spektakel vorbei, aber dafür 2 Tage online war dann Fotos von dieser Aktion wie die weggezogen werden und schreien und ein Riesentumult online. Ja, und das meinte, wir hatten es ja vorhin davon, es ist eine Truman Show. Die inszenieren das so, dass sie 2-3 Tage Material haben für Social Media. Aber im Prinzip ist es ein Witz. Ich wollte nämlich gerne mit denen sprechen oder Artikel austeilen. Oder es ist nicht möglich. Es ist eine Inszenierung. Die kommen, die kriegen Geld von entsprechenden NGOs und Finanziers, machen dann ihr Ding und erzeugen medialen Tumult. Und dann ist fertig. Wir müssen uns auch beeilen, denn heute ist in Leipzig, wir haben heute den 30. Januar, in Leipzig eine Demonstration für Menschenrecht und Demokratie. Für Menschen? Aufgerufen hat der Oberbürgermeister, Burkhard Jung, und es wurde auch im MDR verkündet und mit vorher Friedensgebet in der Nikolaikirche und das an einem Montag. Ich habe kurzzeitig mal gestutzt. Finde ich gut. Finde ich schön, oder? Ich kenne den Oberbürgermeister nicht. Nee, aber alle, die oft rufen für Frieden, für Demokratie, ist erstmal überhaupt nichts entgegenzusetzen. Also finde ich in Ordnung. Aber warum trifft man sich nicht gemeinsam mit auch der anderen Seite und macht? Die andere Seite. Deswegen sage ich doch, wir müssen uns beeilen hier. Also doch kein Widerspruch. Na klar, wir sind alle oft gerufen. Ich war nur etwas stutzig, weil sonst hat man ja Demonstrationen, die an einem Montag stattfanden, mit Rechten verglichen, mit Querdenkern. Und die haben auch für Demokratie und Menschenrechte. Ich sage immer, das, was früher Friede, Freude, Eierkuchen ist oder war, ist für die Grünen Inflation, Klima und Pandemien. Das ist Friede, Freude, Eierkuchen. Es schockiert mich eigentlich, weil ich fand früher natürlich, logisch, die Grünen immer auch lässig. Haben sich für die Natur eingesetzt. Aber heute staune ich schon ein bisschen. Ja, und was die für schöne Pullover stricken können. Ich staune überhaupt. Also ich gehe staunend durchs Leben. Aber ich glaube trotzdem, wir richten den Blick natürlich jetzt auf die Klimakleber. Auch ich als Kabarettist, ich verbrate das natürlich. Aber es gibt auch richtig gute Jugend, also coole Jugendliche. Absolut. Und nicht alles, was die Grünen sagen, ist falsch. Nein. Ne? Also das ist ja, muss man auch mal sagen. Wir können also nicht sagen, die. Es wird immer merkwürdig, wenn man sagt, die. Ja. Es gibt nicht die Sachsen, nicht die Ukrainer, nicht die Russen. Und das gilt ja auch für uns. Das gilt ja auch für uns. Ja. Obwohl, ich muss schon sagen, also nein. Nein. Ich sag ja. Danke. Du bist jetzt mein Freund. Gut, dann haben wir die Seite schon mal. Außerdem, wenn wir hier für Demokratie und so, ne, dann ist das auch schon gefährlich. Das ist ja dann... kommt drauf an, wer für Demokratie einsteht. Ne? Wenn das der Oberbürgermeister macht, ist das ganz ein hehres Projekt. Wenn wir das hier sagen, dann heißt es Staatsdelegitimierung. Das wollte ich ja in den Raum werfen. Ne? Die Friedensdemonstration 89, Quatsch, die Friedensgebete in der Nikolaikirche 89. Und dann die Pegida-Bewegung, es war ja alles montags und jetzt plötzlich... aber lieber so, weißt du? Mhm. Ich denke immer so, ja gut, okay. Mhm. Ich habe auch vielen Freunden gesagt, die sich damals als Maßnahmenkritiker auch gezeigt haben oder aufgetreten sind, ihr müsst nie glauben, dass ihr dafür Dank bekommt im Nachhinein. Ja. Auch wenn wir vielleicht Recht bekommen, aber was heißt das schon? Mhm. Weißt du, schlussendlich will ich in den Spiegel gucken können und sagen, das bin ich. Mhm. Und dafür stehe ich. Und vielleicht sagen meine Kinder später, ach, der Papa, der hat sich eigentlich noch was getraut. Obwohl Trauen bei mir, ich bin so aufgewachsen, also ich musste mich nie trauen. Wahrscheinlich in einer Diktatur wäre ich schon längst erschossen worden, weil ich so blöd bin, meinen Mund aufzumachen. Einfach Erziehungsfaktor. Es kommt noch was dazu, lieber Marco. Hast du lieber Marco gesagt? Ja, lieber. Nee, weil man darf sich auch mal irren. Ja, sicher. Als Mensch kann ich doch immer sagen, ich irre mich. Warum sage ich das? Unser Ministerpräsident in Sachsen war jetzt bei einer Veranstaltung in Reichenbach und diktiert dann. Er hat ja Fragen gestellt bekommen, weil es sind ja auch wirklich Leute gestorben. Es waren große Sachen, die nicht gut gelaufen sind bei Carola. Mhm. Und dann steht der da und sagt, es muss jetzt mal Schluss sein hier damit. Wir müssen uns auch mal verzeihen können. Wen interessiert denn noch Carola? Und da muss man mal sagen, nee, Leute, als erstes diese Arroganz der Macht zu sagen, von oben wieder herab befehlen, wir müssen uns vergeben, wir müssen gar nicht. Erstmal gehört dazu, dass man sich entschuldigt, dass man sagt, man hat Fehler gemacht
und den Ton trifft und hier liegen mittlerweile die Nerven blank. Ich finde das unmöglich. Ja, die fordern eine Amnestie und was sie eigentlich wollen, ist Amnesie, dass man es vergisst. Und das machen die permanent. Das war nämlich eine Headline aus dem letzten irgendwie November von The Atlantic, große Publikation in Amerika. Die wollten eine Amnestie für alle, die in der Corona-Krise über die Stränge geschlagen sind. Ja, aber eigentlich will man eine Amnesie. Die Leute sollen es vergessen und sich jetzt um die neuen Themen kümmern. Ja, das, also es ist sehr fadenscheinig alles. Und eine echte Entschuldigung kam eigentlich von niemand. Und auch jetzt ein Zeitartikel, ich glaube 25 Leute vor 3 Tagen, die jetzt plötzlich zurückrudern und sagen, ja, so, das tut uns leid. Ja, aber dann liest man sich mal durch, was die schreiben. Das ist noch nicht mal ein Feigenblatt-Journalismus. Es ist einfach eine Schande. Ne? Na, also, dieses Buch von Jens Spahn, wir werden einander viel verzeihen müssen. Ja, ja, ausgerechnet der. Da frage ich mich, was will man denn mir verzeihen? Ich habe nur gelebt wie vorher auch. Also, und ja, überlegt so den Eindruck, er verzeiht seinen Kritikern. Genau, das meine ich. Ja, ja. Genau, das ist sehr gut. Ja? Ja. Und du kommst ja aus dem Staunen nicht mehr raus. Überleg, denk mal an die Worte. Wir haben vorhin am Anfang gesagt, es beginnt immer mit Sprache. Impfnationalisten. Leugner. Mhm. Impfleugner. Dann wurde festgestellt, Leute, wir wollen den Impfstoff gar nicht haben, obwohl wir ihn entwickelt haben, ja, angeblich hier in Deutschland, an der Goldgrube 12. Ich meine, das ist ja schon ein Kabarett an sich. Und aber sehr schön, ja. Es ist Wahnsinn. Und die Leute sagen, nö, ich habe nichts gesehen. Mhm. Ich habe das nicht gesehen, also... Und die Umwertung von Begriffen wie Solidarität. Ne? Also es ist wirklich so ein Neusprech, der sich da etabliert hat und den man auch bewusst ja forciert hat, dass Begriffe, die eigentlich was definieren. Was Sprache, Positives. Ja, und Sprache ist wichtig. Wenn wir nicht mehr normal miteinander kommunizieren können über das, was Solidarität eigentlich bedeutet, sondern es ein Doppeldenk gibt, ja, wie bei George Orwell, dann kann man auch nicht mehr als Gesellschaft miteinander kommunizieren. Was auch geil war, Gesundheit geht vor Freiheit. Ja. Und frieren für die Freiheit. Mhm. Aber was ich auch spannend finde, weißt du, gerade spannend, weil du jetzt so spannend viel erzählt hast, spannend. Habe ich Spahn gesagt? Nee, wegen Spahn. Ja, jetzt habe ich es auch begriffen. Ich brauche etwas länger. Ja. Ja, Schweiz. Ja, Schweiz. Jetzt ist es angekommen. Also in Schaffhausen, es muss noch bis Zürich. Nein, aber Geschichte. Wir müssten, weißt du, Geschichte kommt ja von Geschichten erzählen. Sehr gut. Und wenn wir uns eigentlich mehr Geschichten erzählen würden, viele mögen Geschichte nicht, weil es viele Lehrer gibt, die auch Geschichten nicht erzählen können. Aber wenn du Geschichten mal genau zuhörst, dann würden vielleicht viele Dinge nicht passieren, auch Kriege nicht. Mhm. Ich habe die beste Geschichte von meinem Opa mitbekommen, warum sich Kriege, der Zweite Weltkrieg entwickelt hat und. Was sagt er? Das war jetzt muss ich ein bisschen ausholen, 1904 geboren, hat also den Ersten Weltkrieg so ein bisschen mitbekommen. Und dann war er in Deutschland, er war Maschinenbauer, also man hat Maschinen montiert, Maschinenmonteur, und hat gesagt, nach dem Versailler Vertrag, der wirklich ein Knebelvertrag war für die Deutschen, ist es den Deutschen richtig beschissen gegangen. Mhm. Und da sind Leute auf der Straße verreckt. Mhm. Und bis zur Wahl der Nationalsozialisten, also das waren 40%, die gewählt haben und so, da kam einfach einer hoch, der dann gesagt hat, ich verspreche euch alles. Und dann hat er selber als Schweizer auch gedacht, boah, geil, was der... Und dann plötzlich war es in der Familie, wo er war, war dann so ein kleiner Gauleiter, hat dann eine Uniform getragen, plötzlich war Butter auf dem Tisch. Es ging allen gut, dann Fahnen und Veranstaltungen. Und er dachte, boah, so geil. Ne? Das ist eigentlich richtig gut, was hier abläuft. Und die Leute haben sich auch fangen lassen. Und er hat auch für sich verstanden, es ging denen beschissen. Und natürlich haben viele politische Instanzen auch damals schon Staaten eigentlich mitgemacht. Die Amerikaner haben Dollar reingepumpt in Deutschland. Und. Also das war auch wieder so ein Gesamtwerk vieler Staaten. Hm. Und wo du sagst, ein Einzelner, so von wegen, nein, das sind Interessensgemeinschaften. Das sind, eben ich sage, heute trifft man sich beim WEF. Da holen sich wahrscheinlich gewisse Leute Informationen ab, von der Wirtschaft oder von wem auch immer. Und dann tragen sie das, das sagt ja der Schwab auch sehr stolz. Also wir haben uns in alle möglichen Regierungen eingepflanzt. Und ja, ich kann mir das gut vorstellen. Und dann natürlich auch die Rolle der Schweiz, weil wir Schweizer, das ist eigentlich noch cool, die sagen einfach, wir haben mit dem Krieg nichts zu tun, wir sind neutral gewesen, wir waren draußen. Nein, natürlich, die Schweiz hat auch überlebt, weil die Nazis wie auch die Alliierten ihr Geld und ihr Gold bei uns gebunkert haben. Und der Guisan, unser General, und auch unsere Regierung, die haben sehr gut verhandelt. Mhm.
Und natürlich sind wir nicht frei von Schuld. Niemand ist frei von Schuld. Und die Kollaboration gab es europaweit. Und deshalb war es für mich immer später eigentlich erbärmlich, sage ich jetzt mal, dass die Deutschen so devot waren. Mhm. Es geht nicht darum, vergessen, um Gottes Willen. Es ist vieles falsch gelaufen. Ich will auch nichts verharmlosen. Aber das war, da haben alle ihren Teil dazu beigetragen. Also da wurden, egal in Tschechien, in der Slowakei oder was auch immer, wurden Leute verpfiffen und danach sind sie ins Konzentrationslager gegangen. Und das war ein Riesenschrecken. Und deshalb bin ich auch so dafür, dass man Geschichte studiert und nicht ständig mit dem Finger auf andere Leute zeigt, sondern man sagt ja auch vom eigenen Haus wischen und dann mal schauen, dass man dem Nachbarn hilft. Sehr gut. Und ich glaube, dass Geschichte eben schon auch sehr wichtig war. Und bei uns gab es den Bergier-Bericht, die Rolle der Schweiz während des Zweiten Weltkriegs. Und die ganzen Geschichten habe ich von meinem Großvater schon mitbekommen. Man konnte an den Eisenbahnwagen hören, am Gewicht, wird jetzt, was wird durch den Gotthard gefahren? Weißt du, und es gibt viele Leute, die wenden sich an und ja, Schwurbler und alles nicht wahr und nein, wir hatten nicht. Nein, ich glaube, man muss einfach genau zuhören und schauen dafür, dass sich Dinge nicht wiederholen, aber sie wiederholen sich. Leider Gottes. Und dann ist es gut, ich wollte mal wieder einen Billy zu Wort kommen lassen, dass es Menschen gibt, die so mutig sind und sagen, ich lasse mich ausbilden als Journalist und gehe in die Krisengebiete. Also du warst in Syrien, in Libyen, du bist dort auch in Gefangenschaft geraten, mehrere Monate sogar. Wow. Vielleicht kannst du aus dieser Zeit mal erzählen und warum du das gemacht hast. Du warst ja ursprünglich mal CDU-Politiker in deiner lokalen Region. Ja, wie kam das, dass du plötzlich gesagt hast, nee, ich mach was anderes? Also ich habe keine journalistische Ausbildung und das ist auch ganz gut so, wenn ich mir die Leute anschaue, die eine solche absolviert haben, wo ich dann den Eindruck habe, da wird eigentlich indoktriniert. Ja, das Gehirn ein bisschen zurechtgebogen in den Jahren, die man da sich vom Volontär bis zum Redakteur hocharbeitet. Ja. Nein, ich bin per Anhalter durch Afrika erstmal gefahren vor 15 Jahren und habe dort sehr viele Dinge erfahren und gelernt, die ich nicht aus den Medien oder der Schule kannte und habe das teilen wollen mit Medien. Ich habe dann erlebt, dass da eine Riesenmauer ist. Die haben das sich alle gar nicht dafür interessiert, denn wer bist denn du? Wir kennen dich nicht. Und aber mit der Zeit hatte ich so Kontakte und einige haben mir erlaubt, einfach mal zu publizieren. Also gesagt, mach mal, schick uns mal was, Fotos, Text und das war gut. Ja, und dann wurde es publiziert und dann kam ja diese Zeit mit dem arabischen Frühling, wo ich gespürt habe, das ist jetzt was Historisches und das interessiert mich jetzt auch, ob das wirklich so ist, wie in den Medien das stattfindet. Und deshalb bin ich ja nach Ägypten damals erst, dann ein paar Monate in Libyen und dann nach Syrien. Das zog ja wie so eine Karawane immer von Land zu Land damals. Mhm. Ja, und dabei bin ich dann einfach geblieben, weil ich gemerkt habe, es ist wichtig, dass jemand das tut, der sich auch dann dazu bekennt. Also weil in den Hauptstrommedien ist ja alles anonym. Ich weiß ja gar nicht, an wen ich mich da wenden soll, wer diesen Text fabriziert hat, woher die Informationen kommen. Ich habe die Leute fast nie gesehen irgendwo. Also wo es gefährlich ist, schon mal gar nicht. Die sind denn, also in Kairo im Hotel schon, ja. Aber sonst ist das eher schwierig. Und da hängt ja die generelle Frage auch von ab, woher kommen eigentlich diese Narrative und Informationen in den Medien. Wer strickt die? Woher wissen die, dass das so ist und nicht anders? Ja, und was hat man dir vorgeworfen, dass du überhaupt festgenommen wurdest? In Syrien? Egal, du bist ja mehrmals. Mehrfach festgenommen, ja. Dann, also es ging immer in die Richtung Spionage, Terrorismus. Und in Syrien war es speziell und stimmte auch illegale Einreise. Denn die Grenze war zum Teil nicht mehr kontrolliert von der syrischen Armee. Und der syrische Staat mich trotz Visum nicht über den offiziellen Grenzübergang gelassen hat, ohne Begründung, bin ich halt mit den Rebellen durch die Berge gegangen und dann halt irgendwann vom Militär aufgegriffen und das haben die nicht als Spaß gesehen und zumal ja auch die Bundesrepublik Deutschland sich gegenüber der syrischen Regierung feindlich positioniert hat. Das kommt ja auch noch dann erschwerend hinzu. Und ich sah auch entsprechend aus, also mit so einem langen Salafistenbart, dass da ich oft möglicherweise mitgekämpft habe
Und dummerweise hatte ich auch Fotos gemacht mit Waffen in der Hand. Also es gab schon so einige Gründe, die erstmal dafür gesprochen haben, mich nicht sofort freizulassen. Und ich habe viel Glück gehabt auch, dass ich das dann überlebt habe. Also dass sie, dass es eben dann doch ein Staat war, der noch, der foltert. Also ich habe auch Folter gesehen, aber der auch sich an bestimmte Prinzipien immer noch hält. Also erstmal nachschauen, was ist, wer ist das überhaupt und warum. Du sprichst jetzt von Syrien oder von Deutschland? Von Beide. Ja. Ich war jetzt auf Syrien bezogen, aber die Entwicklung der letzten Jahre in der Bundesrepublik sind schon beunruhigend, dass ich hier auch mir so einiges vorstellen kann. Aber rausgeholt hat dich ja Deutschland. Nein, Sergej Lavrov hat mich da rausgeholt, der russische Außenminister. Deutschland hat ja... Hast du angerufen? Ja, ich nicht. Ich hatte ja kein Telefon im Gefängnis. Damals war es noch so, zwar 2012 und 2013, die Beziehungen zwischen der BRD und der Russländischen Föderation waren noch gut. Aber die deutsche Botschaft war geschlossen in Damaskus. Mhm. Und deshalb hat Außenminister Westerwelle sich an Lavrov gewandt. Der lebte damals noch, Westerwelle, entschuldige. Lebte damals noch, ja. Und sie haben auch noch Berlin und Moskau noch miteinander geredet. Und Lavrov hat dann auch sehr schnell gesagt, ja, im Sinne der deutsch-russischen Freundschaft setzen wir uns gern dafür ein, dass jemand, der nachweislich unschuldig in Haft sitzt, dann da auch freikommt. Und das hat dann auch Lavrov selbst in Moskau gegenüber einer syrischen Delegationen, aber auch die Botschaft in Damaskus selbst dann in die Hand genommen und mit Erfolg. Deinen aktuellen Film über die Ukraine kann man sehen. Wie heißt der? Frontstadt Kharkov, Putins verlorene Schlacht, ist auf Nuviso TV. Okay, also vielleicht nochmal, wenn man, ich habe den... Das kann man auch teilen dann. Ja, auch, klar. Ja, und diskutieren, ja, nee, beziehungsweise sich austauschen. Ich würde dich gerne in die Schweiz einladen. Nein, das ist wirklich... wahnsinnig spannend. Mhm. Unfassbar. Ja, wenn man vor Ort ist, sieht man auch immer ganz andere Dinge. Wir hatten es kurz davor noch, ich habe auch lange in Israel gewohnt, oder habe es auch vorhin kurz gesagt, ne, dann zum Arbeiten. Und dann, wenn man sich die mediale Berichterstattung hier ansieht, ne, und ist dann mal vor Ort länger und spricht mit den einfachen Leuten, mit dem Taxifahrer, mit dem Künstler im Außenviertel von Tel Aviv oder mit den orthodoxen Juden in Jerusalem, dann sieht man ganz schnell, was Realität ist versus mediales Bild, was hier transportiert wird. Und auch wenn man im Gazastreifen selbst mal war und sieht das, wie die Leute hinter dieser Mauer eingesperrt sind, ja, und wie das israelische Militär das abriegelt und Menschen, die morgens eigentlich nur zum Arzt wollen, 8 Stunden in der Sonne stehen lässt und dann wieder nach Hause schickt, einfach aus Schikane, ohne Gründe. Ne? Ein 80-jähriger Mensch, also Mann, der zum Arzt wollte, eine Stadt weiter, kommt aus dem Gazastreifen nicht raus. Und der muss da 3 Tage lang hinlaufen, bis sie ihn mal einen Tag dann durchlassen. Das ist einfach Schikane. Und das sieht man hier nicht. Und das sieht man eigentlich nur, wenn man dort ist. Ne? Und dann, ja. Würdest du sagen, dass die Medien hier gleichgeschaltet sind? Ich würde sagen, die sind usurpiert und unterwandert und gekauft. Ja? Weil man im Prinzip ja eben wie vorhin auch, wenn man die Finanzströme anschaut, ja, also wo das Geld herkommt, dann sieht man ja bei vielen Medien, dass die einfach Spenden bekommen, ja, und große Zuwendungen von Einzelpersonen, von Stiftungen, von NGOs. Und dann sieht man auch die enge Verflechtung zwischen Medien und Staat. In Amerika ist es ja noch einen Schritt weiter schon. Da sind ganz viele FBI-Mitarbeiter mittlerweile die Faktenchecker bei CNN und CBS. Ja, also wieso sitzt der Ex-FBI-Mitarbeiter da, statt ein unabhängiger Journalist, ne, der Fakten überprüft? Also das ist das, was ich vorhin gesagt habe mit Korporatismus. Der Staat und die Medien und der Staat und die Konzerne, das wächst immer näher zusammen. Und oft ist es aber nicht in Deutschland. Da doch auch. Staatsfernes. Das ist sowas von staatsfern. Deswegen heißt es ja rund. Realitätsfern ist es, ja. Also mir ist das schon aufgefallen, damals, wo ich in der Ukraine war, ich hatte wirklich Belege für diesen Abschuss der Boeing MH17, dass das mit dem offiziellen Narrativ nicht in Einklang zu bringen war, weil die Leute was ganz anderes beobachtet haben an dem Tag und weil auch die Wrackteile eindeutig eine andere Sprache gesprochen haben. Und ich hatte mit mehreren großen Medien ein Gespräch und das wurde also entweder gar nicht beantwortet oder zurückgewiesen mit der Begründung, das versteht der Leser nicht. Nein. Und es war neulich, ich habe neulich von jemandem gehört, der in der Corona-Krise auch sehr exponiert war, der dann gesagt hat, eben, dass Helge Braun, der damalige Kanzleramtsminister, persönlich bei Medien angerufen hat und gesagt, die Person muss gecancelt werden, ne? Den Account sperren. Also so weit runter ging das. Das sind eben nicht nur Algorithmen bei Twitter und Facebook. Das beweist ja eben auch wieder, und wenn man die Geschichte liest, wie schnell es von
so auf so wechseln kann. Eben, ich sage ja, 33 haben die Nazis haben damals, als die erste Kampagne gegen die Juden gefahren sind, ist in die Hosen gegangen, weil sich die Nachbarn bei den jüdischen, also bei den deutschen jüdischen Glaubens entschuldigt haben. Mhm. Also hey, das sind ein paar beknackte Vollidioten, die das machen. Tut uns super leid. Mhm. Aber wenn dann irgendwann Horden von Menschen durch die Straßen ziehen, und da kommen wir wieder auf das Buch zurück, so von wegen, was sind da, ja genau, wenn du Menschen anfängst zu bashen, auszuschließen, zu ächten, dann wird's gefährlich. Und deshalb sagt man ja auch, ich möchte nicht in eine Demokratie einschlafen und in der Diktatur aufwachen. Ja. Das kann sehr, sehr schnell gehen. Und deshalb sage ich auch, nie mit dem Finger aufeinander zeigen, sondern reden, also miteinander ausbreiten. Wie ist die Sachlage, was ist zu beachten, wo tauschen wir? Weil wenn es nur noch in eine Richtung geht, dann deshalb meine größte Sorge, das wollte ich davor noch sagen, ist, wenn die Pharmaindustrie mit der Politik zusammenspannt und den Takt angibt, unter welchen Bedingungen wir zur Schule gehen dürfen und reisen dürfen und, ja, dann laufen wir wirklich in eine ganz komische Zeit. Ja, und vor allem in eine Zeit, wo du national mit Demokratie auch gar nichts mehr ausrichten kannst, weil die Verträge supranational sind. Also das neue WHO-Pandemieabkommen ist ein supranationaler Vertrag, an den sich die Mitgliedstaaten zu halten haben. Selbst Frau... Und da hast du keine Möglichkeit, mit demokratischen Prozessen was dran zu ändern, weil das ist dann unterschrieben und wenn dein Land nicht mitmacht, dann kriegt es Strafzölle auferlegt oder ähnliches. Also es geht schon gar nicht mehr um Nationen. Nein, schon lange nicht mehr. Ist ja schon völlig... Es ist alles ein supranationales Konstrukt aus Verordnungen und Reglements und das sieht man am Superstaat in Brüssel, ja, der im Prinzip auch ein nationales Gesetz überstimmt. Aber es wird viel schlimmer noch. Also wenn diese WHO und diese, vor allem die UN 2030, die Agenda 2030, die Ziele klingen ja vordergründig, ja, sehr her. Wer will denn nicht die Welt retten oder dass alle mehr... Da musst du schon stutzig werden. Ja. Wer die Welt retten will, oh... Nee, oder dass alle gleiche Chancen. Ja. Und dann klickt man mal auf dieses Ziel auf der UN-Webseite und schaut sich die Unterziele von dem Ziel an. Ja. Was heißt gleiche Chancen? Da steht dann drin, alle haben das Recht auf eine Identität. Auf eine digitale Identität. So, jetzt heißt das jetzt, dass alle das Recht auf eine digitale Identität haben oder heißt es, dass in Zukunft alle eine haben werden müssen? Ein Impfangebot. Ja, alle haben das Recht auf ein Impfangebot in Pandemien. Alle haben das Recht auf ein Bankkonto mit elektronischem Zentralbankgeld praktisch. Ne? Mhm. Also, wenn man sich die Ziele der UN dann mal genau anschaut, sind das eben nicht irgendwelche gemeinwohlfördernde Heere. Ja? Ne, wer nicht spurt, da wird das Ziele. Konto abgedreht und Ende der Debatte. Ja, wie in Kanada. Ne? Trucker-Protest haben den Leuten einfach das Konto dicht gemacht. Da gibt es Leute, die warten bis heute auf ihre paar tausend Dollar, die sie auf dem Konto haben, weil das Konto ist seither gesperrt. Ja, die LKW-Fahrer zum Beispiel. Ja, genau. Wahnsinn. Mhm. Und daran sieht man, dass es eben, das hat ja Umberto... Es ist schleichend. Ja, und das hat Umberto Eco schön gesagt, bevor er gestorben ist, ne, der Schriftsteller vor ein paar Jahren noch. Der neue Faschismus wird nicht daherkommen und sagen, er ist der Faschismus. Er wird sich tarnen als Demokratie, ne, oder als ein anderes System. Und das kann man auch in Literatur von vor 100 Jahren schon nachlesen, dass es um einen Kollektivismus geht, um einen Totalitarismus und dass das schon immer der feuchte Traum bestimmter Denk- und Deutungseliten oder Finanzeliten war, ne, sowas durchzudrücken. Ne. Und da ist die UN eigentlich, so schön das von nach außen aussieht, das schlimmste Vehikel, ja, um das nachher global umzusetzen, weil es für jeden erstrebenswert wirkt, da mitzumachen, die Ziele mitzuverfolgen. Aber die Leute lesen halt nicht die Detailziele. Das macht nämlich dann schon stutzig. Genau. Eine Frage, wie kam das dazu, dass die Schweiz so zum Hauptquartier wurde für WHO, WEF und diverse Pharmakonzerne? Also es hat nichts mit Konten zu tun. Konnten wir das mit mal ausschließen? Das ist eine gute Frage. Nee, es hat auf jeden Fall mit der Finanzpolitik zu tun. Also Hilmar Schacht, der war Reichsfinanzminister bei Adolf Hitler, war mit federführend in der Gründung beteiligt der Bank für internationaler Zahlungsausgleich, die heute in Basel sitzt. Ja, das ist die Zentralbank der Zentralbanken. Und das ist die Bank. Ja, das ist das Wichtigste. Wie heißt die? Bank für internationaler Zahlungsausgleich. BIZ. Das ist die der Banken. Das ist wahrscheinlich das mächtigste Konstrukt der Welt. Denn da treffen sich Zentralbanker und entscheiden über die globale Finanzpolitik, ja, und wie die Zentralbanken in den Ländern zu agieren haben. Also das ist exterritoriales Gebiet in Selbst Basel. Die FED
ist dem noch alle, unter? Alle sind dem unterstellt. Und es ist exterritoriales Gebiet, also das ist nicht Schweizer Staatsgebiet in Basel. Die Leute genießen diplomatische Immunität, analog zu dieser Gavi-Impfallianz. Mhm. Und dadurch, dass das nach dem Zweiten Weltkrieg relativ schnell gegründet wurde, um diese Reparationszahlungen vordergründig, ne, das war der Zweck dieser Bank, zu leisten, seither sitzt das da. Aber wir sind doch jetzt gar nicht im Krieg, und trotzdem... Naja doch, das sehe ich nämlich anders. Wir sind im Informationskrieg, ja, und der läuft schon viel länger. Ja, also wir sind im dritten, wenn man das sagen will, der Dritte Weltkrieg ist ein Krieg gegen uns. Also das ist ein Informationskrieg gegen die Gehirne, gegen das freie Denken, gegen den... Oben gegen unten. Gegen den Homo sapiens, ist von oben oktroyierter Kulturkampf, ja, Klassenkampf von oben. Spricht er schon wie Hans-Georg Maaßen? Also, und von daher hilft das, was Marco vorhin auch gesagt hat. Man muss für sich stehen, seine eigene Meinung haben und einfach das, was man gelernt hat. Das Bauchgefühl ist selten falsch. Ne? Also wenn ich das Gefühl habe, der erzählt mir Blödsinn oder das macht irgendwie keinen Sinn. Mhm. Oder das Ziel klingt ja gar nicht nach, dass alle die gleichen Chancen haben, sondern alle kriegen neue Pflichten. Das ist ja auch meine leise Hoffnung, dass der Mensch die große Unbekannte ist für die Mächte. Genau, und es funktioniert ja auch nicht gut. Und es funktioniert auch nicht, genau. Der Propagandaapparat ist so aufgedreht, das ist ein sehr gutes Zeichen für uns, die da kritisch sind, weil wenn es gut laufen würde, müsste man nicht so viel Propaganda fahren. Ja. Sehr guter Satz. Sehr vielleicht können wir diese Runde auch mit einem... Nein, ist so nicht Scherz. Also geh nach Hause und ich weiß definitiv nichts mehr. Man kann ja immer wieder wiederholen. Nein, ich würde gerne diese Runde mit so einer positiven Stimmung auch in Richtung Ende oder Ziel lenken. Mhm. Und da hast du ja jetzt gerade schon angefangen, dazu beizutragen, vielleicht was... Das ist Tom. Weiß ich. Tom Oliver, wenn du richtig. Aber ich finde es immer gut, wenn wir auch mal ein bisschen... Lustig sind, genau. Genau, mit dieser Stimmung, mit dieser positiven Stimmung würde ich gerne jeden noch mal kurz zu Wort kommen lassen. Was macht jeder selber vielleicht? Mhm. Und was kann ich dem anderen vielleicht mit an die Hand geben, um den Winter, den haben wir ja fast schon durch, aber dann die folgende Zeit zu überstehen. Der Marco hat ein wunderbares Programm, womit er wieder auf Tour ist. Wie heißt das? Ich weiß es nicht. So heißt das Programm? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das hat mich ein Leben lang begleitet. Ja. Ich weiß wirklich. Du bist ein Zweifler. Ja, oder stelle Fragen. Aber für mich, was positiv ist, ich habe vier wunderbare Kinder. Mhm. Und das sind selbstdenkende Kinder. Sie sind fröhlich, sie gehen mit viel Energie in die Welt hinaus, sind neugierig und gehen auf die Leute zu. Sie blicken ihnen in die Augen und reichen die Hand. Mhm. Super. Und das wünsche ich mir grundsätzlich von allen Menschen, dass man sich mit Freude begegnet, sich auch anguckt und so denkt, boah, und auch ein schöner wieder Mensch, ein Lächeln, ein spannender Mensch und lachen. Mhm. Deshalb für mich die Maske. Eben. Genau. Nee, es geht um viel mehr. Und ich bin positiv gestimmt. Und ja. Schön. Ich gebe mal den Ball rüber zum Billy. Gut, die einzementierten medialen Verhältnisse können aufgebrochen werden durch Bürgerjournalismus. Ein gutes Beispiel in der Corona-Zeit waren die Menschen, die in die Krankenhäuser gegangen sind und einfach mal gefilmt haben. Die leeren Gänge, die leeren Betten. Film Your Hospital. Und ich denke, das brauchen wir viel mehr. Und wenn das Bewusstsein dafür steigt, wie wichtig es ist, ein gesundes Misstrauen zu haben gegenüber dem, was da von den großen Medienhäusern kommt, aus dem Fernsehen oder so, und dann aber Gegenakzente zu setzen durch Artikel, die ja dann zum Beispiel über das Internet verbreitet werden können, dann ist es schon ein wichtiger Schritt vorwärts, dass wir überhaupt wissen, was passiert hier überhaupt und auch nicht in diese virtuelle Welt entführt werden, sondern immer das Abgleichen mit der Realität. Also das, was man wirklich anfassen kann und sehen kann, fühlen kann, schmecken kann. Ja, Tom. Ja, ich denke, um das große Außen zu ändern, muss erstmal jeder bei sich anfangen. Und ich denke, die große Revolution wäre, wenn die Menschen beginnen, wieder die Dinge für sich selbst, um ihrer selbst willen zu tun und nicht für die Außenwelt. Ja, also heute, wir leben in einer Welt, in der die meisten Leute leben, um ein Instagram-Bild abzugeben und eine Außenwirkung zu erzeugen. Wenn aber jeder einfach die Dinge tun würde, die ihm Spaß machen, einfach um der Dinge selbst willen, ja, kochen, Gitarre lernen, den Keller aufräumen, irgendein Regal bauen, was auch immer.
Wenn man das einfach machen würde, das analoge Leben, ja, Korrelat zur Realität und Wahrnehmung der Realität nicht durch LED-Bildschirme und Displays, sondern ja, draußen im Garten, ja, also das hat Hermann Hesse jeden Tag gemacht, morgens, das erdet, ja, das ist schön. Man muss leben, ja, und Leben ist analog und nicht digital, und was wir alle als Realität empfinden, wir selber auch, weil wir sind auch alle, gerade wenn man in den Medien arbeitet, ist man sehr viel am Bildschirm. Man muss das verifizieren draußen. Und man muss Dinge tun, weil sie Spaß machen. Und das eben, ob ich eine Stunde Gitarre spiele, so schlecht es klingt, ja, aber es macht mir Spaß. Mhm. Und das sollte man eigentlich tun. Ich glaube, das ist die Revolution. Aber wenn das jeder täte oder ein Großteil der Menschen, ändert sich die Außenwelt automatisch. Ja? Wenn jeder einfach das nicht mehr macht, was er nicht möchte, wenn er denkt, der öffentlich-rechtliche Rundfunk stört mich, dann schalte ich ihn einfach nicht mehr an. Nie mehr. Ich würde noch weitergehen. Schönes Stichwort. Du wolltest mich jetzt fragen, was ich positiv finde? Nein, wollte ich dich fragen, wann du mit mir auf Kräuterwanderung kommst. Durch die Sächsische Schweiz. Ja. Gleich morgen. Das ist aber ein schönes Angebot. Ja, du, ich hab das jetzt tatsächlich als Angebot. Du als Kräuterhexe? Pass mal auf, das Sächsische Umweltministerium hat gerade aufgerufen zu Frühlingsspaziergängen im April, Mai und Juni. Und jeder kann so eine Wanderung ins Internet stellen, also dort beim Umweltministerium anbieten. Ja. Und dann gibt es eine Riesenbroschüre und dann laufen Leute mit dir mit und ich biete eine Kräuterwanderung an. Schön und wild. Heißt die? Oh, da bin ich dabei. Du gerne mitkommen, echt? Da bin ich dabei. Wie machen wir das? Also so ein Angebot vor laufender Kamera. Müsste ich ja bekloppt sein, wenn ich sage nein. Ich gebe dir dann mal die Termine durch. Ist sowieso vormittags, da kannst du abends immer noch auftreten. Und du siehst auf dein Angebot, scheint die Sonne. Ich habe es doch von vorne am Anfang vor, weiß ich nicht, anderthalb Stunden versprochen, wir rudern ins Licht. Da ist es. Also ein schöneres Schlusswort kann es gar nicht geben. Und vor allen Dingen, ich muss gar nichts Positives mehr sagen. Nö, du bist ja positiv. Genau. Muss ich dich anstrengen. Gut, dann. Nein, aber ich möchte trotzdem noch was sagen. Und zwar, bevor wir jetzt, weil ich das ein super Stichwort fand, lieber Tom, der Arnold Fatz hat dazu aufgerufen, ich finde das schon sehr mutig, wenn jemand aufruft und sagt, ehemaliger CDU-führender Politiker, der jetzt auch weggedrückt wird, weil er Fragen stellt und kritisch geworden ist, und er hat gesagt, wir sollten mal anfangen, wirklich uns verweigern, diesen GEZ zu bezahlen. Mhm. Wenn wir das nämlich alle machen und eben nicht bloß, naja, man sollte machen. Wenn wir das nicht mehr bezahlen, dann ist dort Ruhe, dann wird der Sumpf trockengelegt. Und dann müssen die Leute dort arbeiten gehen, Ende der Debatte, und ein neues Ruderboot schaffen. Ja. Naja, wir freuen uns erstmal aufs Nächste, oder? Ja. So, und gehen Kräuter wandern. Kräuter wandern, ja.